Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, wir können anfangen. Die Tür ist zu. Ich freue mich, dass auch nach 6 Stunden Diskussion, die das hier ja schon dauert, so viele Leute noch Kraft und Energie haben, noch auf die letzte große Runde hier, um sich nochmal zusammenhängen mit den Themen Energie in Berlin, Netze in Berlin zu beschäftigen. Mein Name ist Malte Kreuzfeld. Ich arbeite als Redakteur bei der Tageszeitung Taz, Bundesvor Wirtschaft und Umwelt, mit einem Schwerpunkt auf Energiepolitik. Freut mich, dass ich das hier heute moderieren kann. Ursprünglich angekündigt war mein Kollege Peter Unfried, der allerdings leider verhindert war, nachdem das Programm in Druck geht. Ich hoffe, dass Sie auch mit mir vorlieb nehmen als Moderator. Ich zumindest freue mich, dass ich hier einspringen konnte, denn es ist ein sehr spannendes Thema, finde ich, was hier den ganzen Tag auf dem Programm steht und was hier jetzt nochmal zusammengeführt werden soll. Die Energiewende dominiert ja im Moment die überregionale Politik sehr stark, wird im nächsten Jahr im Wahlkampf sicher eine Rolle spielen. In Berlin die ganz besondere Situation mit der auslaufenden Konzession des Stromnetzes im übernächsten Jahr, sodass es hier eben noch mehr Entscheidungen anstehen und was dafür spricht, was dagegen spricht, was die Perspektiven sind, was die derzeitigen Betreiber sagen, was die möglichen künftigen Betreiber sagen. All das wird hier heute Abend auf dem Podium diskutiert werden können, denn wir haben leider ein männliches Podium, aber dafür wenigstens ein sehr gut fachlich besetztes Podium, wo Leute sind, die wirklich zum Thema alle drei sehr viel beitragen zu haben, was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht auch eine Frau gegeben hätte, die das vielleicht gekonnt hätte, aber so ist es nun mal. Zu meiner Linken sitzt Michael Sladek, der war ja, glaube ich, heute hier schon mal häufiger mit zugange. Viele von Ihnen werden ihn kennen. Er ist Gründer der Elektrizitätswerke Schönau, einer der ersten Initiativen oder die erste, die ein Stromnetz zurückgekauft hat damals, Gründer des ersten überregionalen Ökostrombetreibers, der inzwischen zu den großen Ökostrombetreibern gehört und jetzt neu hier in Berlin eben im Aufsichtsrat der Bürgerenergie Berlin, die ja das Ziel hat, das Stromnetz auch in Berlin zu übernehmen. Herzlich willkommen. Neben ihm sitzt Erik Landeck. Er ist der derzeitige Netzbetreiber in Berlin. Er ist Geschäftsführer der Vattenfall Distribution GmbH und hat eigentlich als Ingenieur sein gesamtes Leben dem Berliner Stromnetz gewidmet. Er kennt sozusagen auch sein gesamtes Berufsleben, sagen wir mal. Er kennt das Stromnetz noch aus Zeiten, als es staatlich war, hat also schon bei der BEWAG das Ganze gemacht und dann später sozusagen nicht privatisiert worden, heute für Vattenfall tätig, da eben wie gesagt für die Netzsparte und als Ingenieur sozusagen sowohl für technische als auch eben für die geschäftlichen Fragen da jetzt verantwortlich beim Berliner Stromnetz. Und zu meiner Rechten sitzt Bernd Hirschel, der das Ganze als Wissenschaftler uns mit erläutern kann, das Thema, und auch da zu den Experten der ersten Stunde gehört. Er leitet den Bereich nachhaltige Energiewirtschaft am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, kurz IÖW, ist nebenbei seit neuestem Professor für Management regionaler Energieversorgungsstrukturen an der Fachhochschule Lausitz in Senftenberg. Und er ist ein langjähriger Begleiter des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes, hat also in den Evaluationen immer mitgearbeitet und hat auch am derzeit aktuellen Berliner Energiekonzept mitgeschrieben, da den Teil über die erneuerbaren Strukturen, oder? Ja. Genau. Und der Plan für den heutigen Abend jetzt ist, dass wir uns sowohl nochmal mit dem Berliner Netz und den Möglichkeiten beschäftigen, als auch mit den Möglichkeiten alternativer Energieerzeugung in Berlin, als auch mit der Frage, die ja im Moment in der überregionalen Diskussion sehr stark am Dominieren ist, wer bezahlt das Ganze eigentlich und wie kann man das so hinkriegen, dass es einerseits ein Stromnetz ist, was qualitativ das erfüllt, was wir uns davon versprechen, und andererseits für alle in irgendeiner Form bezahlbar bleibt. In der letzten halben Stunde, die ist auf jeden Fall reserviert für möglicherweise auch mehr, je nachdem wie groß der Andrang dann ist und wie schnell wir hier auf dem Podium uns einig sind, für Fragen und Diskussionen mit dem Publikum, sodass Sie auf jeden Fall die Gelegenheit haben, sich an allem zu beteiligen. Ja, einsteigen würde ich, wie gesagt, mit dem Thema, wem soll das Netz gehören und warum?
und würde den Hans Ladek bitten, vielleicht als erstes mal zu erzählen von den Erfahrungen, die Sie in Schönau mit dem Rückkauf des Stromnetzes gemacht haben und aus Ihrer neuen Funktion hier als Aufsichtsrat bei der Bürgerenergie Berlin, was Ihre Pläne für Berlin sind, ob das so einfach auf Berlin übertragen werden kann, was Sie da gemacht haben. Gut, vielen Dank für die Einladung und für die freundlichen Worte. Also ich bin Mitbegründer oder einer von vielen aus unserem Ort, die nach Tschernobyl, das war 86, überlegt haben, was kann man denn tun? Wie sieht es aus mit dem Ausstieg und was ist unser eigener Beitrag? Und heute früh wird es auch mal ein bisschen angekommen. Wir reden immer nur von Stromerzeugung. Viel stärker geht es auch darum, dass auch am eigenen Herd auch entschieden wird, wenn man das vernünftig macht, wie es mit der Atomenergie, das war damals unser Thema, weitergeht. Es ist nach wie vor ein ganz großes Thema, bevor wir uns immer nur beschäftigen, wie stelle ich Strom her und wie verteile ich ihn, hat an erster Stelle eigentlich immer der sorgfältige Umgang mit der Energieform Strom zu tun. Ist nach wie vor, wir haben also mit Stromsparwettbewerben in dem gleichen angefangen und dann stößt man relativ schnell auf die Infrastruktur. Und die Infrastruktur wird nun mal durch ein Netz oder ein Verteilnetz gegeben. Und da ist die Frage, behindere ich Aktivitäten? Damals sehr stark Kraft-Wärme-Kopplung ist immer noch ein größeres Problem, wie das integriert werden kann in ein Netz. Damals gab es noch kein erneuerbaren Energiegesetz. Also was zahlt man eigentlich für Strom vom Dach? Und das war unser beides Prinzip. Deswegen steht schon auch ein bisschen für die beide Teile, dass man eigentlich die Energieformen eigentlich gar nicht groß in der Fläche, sie brauchen keinen Landschaftszubau mehr, sondern wenn sie alle ihre Keller nutzen würden und ihre Dächer, könnten sie schon einen Großteil des Stroms produzieren. Also rauf aufs Dach, runter im Keller und dazwischen Strom sparen. Das wäre so für mich so eine ganz plakative, einfache Antwort. Dafür ein Netz zu bekommen, war zwingend, weil wir an der Tarifgestaltung, das ist heute nicht mehr so das Thema, wie sehen Stromtarife aus, fördern sie die Anspar-Anstrengungen oder behindern sie sie? Also ein hoher Grundpreis ist immer schädlich für Stromsparen, dafür darf der Arbeitspreis ein bisschen höher sein, nämlich wegsparen können Sie sich Ihren Grundpreis nie, sondern Sie sparen sich nur Ihren weniger Verbrauch weg. Das ist auch heute noch ein Thema, und deswegen, wenn Sie jetzt auf Stromlieferanten gucken, sollten Sie immer drauf schauen, nicht nur immer auf den Arbeitsplatzpreis, sondern wie sieht der Grundpreis aus. Und an der Stelle haben wir dann gesehen, ja, man braucht die Infrastruktur Stromnetz, um überhaupt was Vernünftiges zu machen. Das war unser Ansatz. Und der ist nach wie vor der gleiche, dafür haben wir den heutigen Tag auch schon viel geredet. Und erst dann kamen die Ideen, die Sie jetzt auch nach vorn bringen, wie sieht das mit lokaler Wertschöpfung aus. Es ist nicht nur ein Stromflusswechsel muss stattfinden, sondern auch ein Geldstromwechsel. Fließt das Geld nach außen oder fließt es nach innen? Und die wesentliche Debatte dabei, und da möchte ich an der Stelle das mal vielleicht mal aus meiner Sicht, ist es die Grundfrage ist, wie gehe ich mit Strukturen um? Sind es zentralistische Strukturen, die ich fördere, oder sind es dezentrale Strukturen? Da haben wir heute lange davon schon geredet. Und wenn Sie heutzutage die Energiewende, wie sie politisch in Anführungszeichen im Moment gesehen wird, haben wir eigentlich noch gar nichts Großes. Wir haben schon mal von Rot-Grün ein Ausstiegsgesetz gehabt, das vergisst man immer. Dann haben wir eine Rolle rückwärts gemacht, haben das aufgehoben. Fukushima hat es dann wieder nach vorn gebracht. Aber wir haben eine Technologie geächtet. Das finde ich auch richtig. Und dass das gesellschaftlich jetzt Atomenergie keine Zukunft hat, finde ich absolut richtig. Aber wir haben die Strukturfrage nicht gestellt. Und jetzt kommt dieser Blödsinn, den Sie meinen, dass Sie mit ein paar Offshore-Windanlagen und ein paar Leitungen quer durch die Republik das Problem lösen könnten. Es ist wirklich diese Strukturfrage, Dezentralität. Und deswegen bin ich so engagiert auch in Berlin, weil es geht um Aufbau dieser dezentralen Strukturen hier bei Ihnen. Und erst in zweiter Linie muss man sich natürlich beschäftigen, wo gehen die Geldströme hin. Das ist ein netter Nebeneffekt, sage ich mal. Aber der Haupteffekt ist dieser gesellschaftspolitische Effekt dieser dezentralen Struktur. Und ich bin vom Beruf her Mediziner. Und das Schlimmste ist, wenn Leute Ohnmachtsgefühle kriegen, wenn sie Menschen hinein integrieren, wenn es eine Frage von Zukunft ist, wie sieht Stromversorgung aus, wie sieht, ich sag's jetzt mal als Großvater, damals waren zu Tschernobyl-Zeiten hatte ich noch kleine Kinder gehabt,
diese ganze, wir reden ja immer noch nur von Atomenergie, die ganze Klimaproblematik, die jetzt noch dazukommt. Das sind so die entscheidenden Fragen und es ist zum Schluss die Emotion in allen von Ihnen, die sagen, jawohl, das ist ein Teil, Welt passiert nur mit uns hier in Berlin. Das wäre so meine erste Botschaft. Herr Landeck, Sie sind ja nun der derzeitige Stromnetzbetreiber. Was haben Sie denn so für Gedanken und Gefühle dabei, wenn jetzt hier so eine Genossenschaft ankommt, irgendwelche Ärzte, die jetzt erzählen, Sie wollen jetzt das Stromnetz übernehmen? Haben Sie Angst vor der Übernahme durch Laien oder was sehen Sie für Alternativen? Meinen Sie, Strom funktioniert nur, wenn Vattenfall das macht oder ist sowas, wie hier vorgestellt wird, aus Ihrer Sicht denkbar? Also ich bin eine Ärztin verheiratet, das heißt Angst vor Ärzten habe ich erstmal nicht. Und Herr Sladek hat in einem Punkt ganz tolle Recht, also 86, da gab es keine Liberalisierung. Entschuldigung, 86, da gab es keine Liberalisierung, da gab es auch nicht Netz und Vertrieb getrennt, das gab es nur als eines. Und wenn man da was bewegen wollte, und das haben sie vorgemacht, dann muss man sich da irgendwo an die Spitze hinsetzen und da was tun. Und das haben sie auch gemacht und ganz unabhängig von meiner Funktion, die ich jetzt ja ausübe, ich finde, das ist eine tolle Leistung, was da in dem Süden von Deutschland erbracht worden ist. Sie haben, also ich finde das wirklich klasse, das können wir auch ruhig nochmal mit dem Zwischenhemd ausmachen. Wer mich kennt, der weiß jetzt, dass ein Aber kommt. Und das haben sie auch nicht anders erwartet. Das Aber, was jetzt kommt, ist aber nur ein kleines und das lautet: Mittlerweile ist die Welt ein bisschen verändert in der Beziehung, dass die Rollen in der Energiewirtschaft sich stärker herauskristallisiert haben. Das heißt, es gibt einen Netzbetreiber, es gibt einen Vertrieb und es gibt Sie als Kunden dazu. Und erstaunlicherweise, noch das ist ganz neu, Sie als Kunde sind mittlerweile ziemlich aktiv. Entweder sind Sie aktiv, dass Sie sich Ihren Lieferanten auswählen, von dem Sie Ihren Strom haben wollen, oder Sie sind aktiv, dass Sie sogar, wie Sie es gerade gesagt haben, aufs Dach klettern, sich da eine Photovoltaikanlage hinbauen oder bauen lassen oder auch in den Keller und sich da eine dezentrale Erzeugungsanlage einbauen lassen und dann aktiv einspeisen. Also beziehen den Strom aus dem Netz, aber auch aktiv einspeisen. Und das ist das, was sich tatsächlich stark geändert hat zu der Situation von 86. Und ich glaube, Herr Sladek, da werden Sie auch zustimmen, das gab es damals nicht so. Diese Möglichkeiten haben wir heute aber. Und die Frage von Herrn Kreuzfeld, wie sehe ich das mit der Bürgerenergie Berlin und habe ich jetzt Angst davor, dass jetzt das Netz übernommen wird und dann geht alles den Bach runter oder ähnlich. Ich glaube, so hatten Sie es etwas übertreiben darstellen wollen. Nein, ich habe nur projiziert, was ich glaube, was Sie sich vorstellen können. Egal, welche Lösung am Ende des Tages hier gefunden wird in Berlin, es wird eine Lösung gefunden werden. Die Konzession läuft aus und wir werden in der Stadt Berlin erleben, dass die Konzession neu vergeben wird. Am Ende des Tages muss hier ein funktionsfähiger Netzbetreiber widerstehen. Anders geht es nicht. Also alles andere ist reine Polemik. Am Ende des Tages wird der Strom der weiter, dass die Steckdosen kommen dazu. Worauf ich aber hinweisen möchte, und das werden wir wahrscheinlich noch im Laufe des Podiums gute Gelegenheit zu haben, ist zu sagen, was kann eigentlich der Netzbetreiber leisten, wo sind die Fähigkeiten, aber auch die Grenzen des Netzbetreibers und wo brauchen wir andere Spieler, auch Sie als Kunden, als Prosumer, wie das Neudeutsch heißt, die auch ihre Aktivitäten mit reinbringen. Und da finde ich es auch ganz schön, dass wir mit Herrn Hirschl zusammen auf dem Podium sind, denn wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, was in dem IÖW, ich glaube, so ist es richtig formuliert, geforscht wird. Auch da gibt es eine Menge von Ansätzen, was diese verschiedenen Wertschöpfungsstufen machen müssen. Dankeschön. Ja, dann würde ich doch diesen Ball gleich mal weiter spielen an Herrn Hirschl und Sie fragen, wie Sie die Frage jetzt aus Sicht nicht eines potenziellen oder eines derzeitigen Betreibers, sondern eines Beobachters der Energiemanagementsysteme betrachten. Was spricht aus Ihrer Sicht für einen Privatkonzern als Betreiber? Was spricht für eine Genossenschaft? Oder auch die dritte Möglichkeit, die mit dem Raum steht, was spricht für einen staatlichen oder kommunalen Besitz des Stromnetzes?
Es könnte für alle das Gleiche sprechen, wenn sie entsprechende Ziele verfolgen, wenn sie entsprechend den politischen Vorgaben handeln, wenn sie möglicherweise auch, sagen wir mal, um gleich eine Seite zu adressieren, Shareholder-Interessen, nicht Gemeinwohlinteressen opfern. Diese Liste könnten Sie beliebig verlängern. Also insofern, wenn alle Kandidaten das erfüllen, dann sind auch alle gleich gut. Nun zeigt die Realität uns, dass wir unterschiedliche Engagements sehen bei dem, was wir heute Energiewende nennen, was wir aber schon lange beobachten. Sie kennen vielleicht beispielsweise Grafiken, Zahlen zur Investorenstruktur im Bereich der Erneuerbaren. Das, was wir da in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, ist ja überwiegend durch neue energiewirtschaftliche Akteure passiert. Also wir haben einen ziemlichen Wandel in der Energiewirtschaft beobachtet und im Erzeugungsbereich, auf den kommen wir ja später auch noch, sind es neue energiewirtschaftliche Akteure, die hier eine Dynamik reinbringen. Und im Netzbereich erwartet uns jetzt eine Aufgabe, die auch neu ist. Sie haben von beiden Vortragenden gerade ganz schön so einen kleinen Ritt durch die Geschichte gesehen. Früher war die Aufgabe tatsächlich, diesen Diskriminierungstatbestand zu umgehen und diesen wichtigen Bereich Netz mit reinzunehmen, um neue Konzepte zu entwickeln. Das ist heute nicht mehr so, es ist reguliert, also Diskriminierung ist heute nicht mehr unser Problem. Unser Problem ist Umbau, und das sage ich jetzt mit kurzer Pause, und Ausbau. Dann auch im Übertragungsnetzbereich, im Verteilnetzbereich, muss man mal ein bisschen gucken, ob das für Berlin eine Rolle spielt, wage ich zu bezweifeln, aber dieser Umbau. Der Umbau ist eine wichtige, wichtige Rolle. Und da komme ich zurück auf neue energiewirtschaftliche Akteure, die bisher die Treiber waren. Bei diesem Umbau, wenn ich mir da die Situation und die Herausforderung bei den Netzen angucke, wäre es natürlich vorteilhaft, wenn man einen Akteur hat, der diesen Umbau zwingend als Kernaufgabe ansieht. Und da komme ich wieder zu dem Anfang zurück, wenn ich mir jetzt die drei Kandidaten oder Kandidatentypen, die Sie skizziert haben, wenn ich mir die anschaue, dann ist das ein Prüfstein sozusagen, an dem ich festmache, wer kann das. Wer kann und will diese Zukunftsaufgaben aktiv angehen. Bei dem, was die Initiative hier bisher vorgelegt hat, ist ja ganz klar, soll das ein Kernbestandteil sein. Und Sie haben dann natürlich auch schöne Möglichkeiten. Sie können die Renditeanforderungen etwas zurückschrauben. Sie können sagen, wir wollen einen Teil dieser Gewinne gezielt für solche Maßnahmen, für solche Umbaumaßnahmen, für intelligente Maßnahmen verwenden. Sie können eben auch diese Schritte gehen, die Schönauer gemacht haben, dass sie eben versuchen, in Richtung später mal ein integrierter Energieversorger zu werden, weitere Wertschöpfungsebenen zu erschließen. Aber da komme ich dann zu einem weiteren Punkt. Man muss hier, denke ich, diesen ganzen Prozess, der jetzt ansteht, trennen in die einzelnen Schritte, die da zu gehen sind und gucken, welche Herausforderungen da stehen. Weil im Moment wird ja ganz stark erstmal über den Netzkauf geredet. Das ist der erste Schritt und das ist nur ein Bereich. Netzbetrieb ist der zweite. Das kann jemand anders machen. Da stellt sich die Frage, können die, die da bisher dran arbeiten, eigentlich übernommen werden oder wie wird das gelöst? Und Netzdienstleistungen sind dann nochmal die dritte Geschichte. Und wenn ich von Umbau und ganzheitlichem Ansatz geredet habe, kommen ja dann weitere Wertschöpfungsstufen dazu, mit denen man gut kooperieren muss. Damit das reibungslos läuft, und dann bin ich schon am Ende, wir Ökonomen nennen das dann, es müssen die Transaktionskosten, die da entstehen, die müssen im Griff gehalten werden. Und daran macht sich wiederum die Qualität des Konzepts, das hier diskutiert wird, oder wird sich festmachen, inwieweit man in der Lage sein wird, die Transaktionskosten dieser verschiedenen Schritte in den Griff zu kriegen. Ja, da sind ja nun eine Reihe von Fragen und Anforderungen an die potenziellen Betreiber aufgekommen. Mich würde interessieren, Herr Sladek, zu der Frage, die notwendigen Investitionen tätigen und den fachlichen Betrieb gewährleisten. Können Sie das und wie wollen Sie das sicherstellen? Und die zweite Frage wäre, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das Ganze als Genossenschaft machen, wo also diejenigen, denen es gehört, das Sagen haben, vielleicht geht es erst nicht mehr. Dann wäre die Frage, wieso können Sie das besser möglicherweise, als wenn man sagt, man will das nicht in privater Hand haben, so ein natürliches Monopol wäre ja die Alternative, es wird rekommunalisiert. Warum glauben Sie, dass Sie es als Genossenschaft besser können für die Gesamtsicht, als der Staat es könnte? Okay, jetzt funktioniert. Ja, Sie haben ja jetzt in Berlin schon beide Modelle durchgebracht. Ihnen fehlt jetzt das dritte Modell.
ich will nicht sagen, dass die jetzt mit Vattenfall gescheitert sind, das steht mir überhaupt nicht zu, sowas zu sagen, tue ich auch nicht, aber BEWAG, Sie haben sich ja herausgestellt, dass es geht, Sie haben ein reines staatliches, sagen wir in Anführungszeichen staatliches, Sie haben ein privatwirtschaftliches gehabt. Die Zukunft, das ist eine gesellschaftspolitische Frage, die ich am Anfang angesetzt habe, die Zukunft liegt ein Stück weit weiter, die heißt Partizipation. Dass wir Technik können, also das ist jetzt alles ein Faktor, was weiß ich, 100 größer als wo ich jetzt herkomme, das ist nicht das Hauptproblem. Also wir verstehen Energieversorgung, wir haben auch Partner dazu, da sitzt der Herr van Bergen, den habe ich gerade gesehen von den Stadtwerken Schwäbisch Hall, die haben Leittechnik und die Steuerungsmöglichkeiten. Also das ist gar keine Frage, dass sie da Personal einstellen müssen, auch keine Frage. Das ist die Frage, wie der Unternehmensübergang da geht. Da haben sie auch wieder, was die arbeitsrechtlichen Geschichten sind, haben sie auch ja Dinge wahrzunehmen und aufzubauen. Also die Technik, müssen sich davon trennen, der Stromversorgung was Mystisches ist. Das ist ein ganz klar definiertes Handwerk. Und jetzt brauchen sie halt einen Faktor X Mitarbeiter mehr, als wir sie haben. Aber wir müssen alle Dienstleistungen, wir müssen genau die ganzen Netze auch bürokratisch abrechnen. Die sind nicht ohne, was Bundesnetzagenturen, was denen alles so einfährt. Das kann ich doch richtig so sagen. Das ist gewaltig, was sie an Bürokratie, nebst der eigentlichen Leistung, dass jemand ihnen eine Muffe macht oder einen Hausanschluss macht. Alles machbar. De Faktor 10 größer, ist es Faktor 100 größer. Aber man muss auch nicht vor großen Zahlen, hier werden auch was der Netzkaufpreis, Zahlen genannt, die sind sowas von irreal, wenn sie sich, wir können vielleicht noch nachher drauf. Also das ist absolut, das ist das, was ich, dieses Gleiche wie vor 20 Jahren, dass wir gesagt, dass der, uns wurden Zahlen genannt damals, wir haben ein Stromnetz und ein Drittel billiger gekauft, als die ursprünglichen Forderungen waren. Und das können Sie sich ausrechnen, wird hier genauso sein. Und alle Netze, die wir zwischenzeitlich übernommen haben, bestätigen das. Sie können das Pi mal Daumen relativ einfach rechnen. Ihr Stromnetz ist in Berlin nicht mehr als 1 Milliarde, wahrscheinlich, ich nehme an, noch mal deutlich drunter sein. Aber das schien Ihnen auch zu, Herr Landeck, dass Sie das mit Recht bestreiten zum jetzigen Zustand. Wenn wir dann vernünftig am Tisch sitzen, wird sich das dann alles schon wieder in die Richtung Realität. Was können wir besser? Das ist genau, was den beiden Teilen bis jetzt gefehlt hat. Das eine war der staatliche und das andere der privatwirtschaftliche. Wir bringen die Menschen mit an Bord, diejenigen, um die es geht. Die müssen Sie viel verstärkt mitnehmen. Und zwar über eine Genossenschaft, die eine partizipatives Modell darstellt, insofern, dass die Menschen sich auf einmal mit ihrer Energieversorgung und zwar persönlich auseinandersetzen. Nicht jetzt über eine Kommune nur, sondern man ist persönlich betroffener. Das ist eine ganz andere Qualität, die sie dabei erreichen. Und ich meine, das wäre jetzt so mein Plädoyer in die Runde, Vattenfall hat über die Jahre eine gute, solide Stromversorgung hier gemacht. Aber es gibt eine Geschichte, das Bessere war schon immer des guten Feind. Und wir sind einfach besser. Herr Kühl sagt mir, dass Sie darauf antworten wollen, Herr Landeck. Möglicherweise auch was dazu sagen wollen, wie Sie selber das in Zukunft anders machen könnten, wenn es nächstes Jahr ja zu so einem Wettbewerb der Modelle da kommt. Könnte es ja auch sein, dass Vattenfall jetzt sagt, okay, es gibt ja ein bisschen einen Vorwurf an die derzeitigen Netzbetreiber, dass die in den letzten Jahren gut Rendite gemacht haben, aber nicht so besonders viel investiert haben, deswegen es jetzt auch ein bisschen Investitionsstau gibt. Was würden Sie denn sagen, wo sehen Sie für Ihren eigenen Bereich Verbesserungsmöglichkeiten, wenn Sie das Netz behalten würden? Ich wusste schon, dass es ein spannender Nachmittag wird, aber auch noch wusste ich. Aber hätte ich gewusst, dass wir den einfachen Faktor 3 nehmen bei der Verhandlung, ja, dann wäre ich höher und so noch für den Sachzeitwert eingegangen. Nein, das Spaß beiseite dazu. Ich muss und werde auch gerne auf Herrn Hirschel eingehen, dann kann man genau die Fragen von Ihnen, Herr Kreuzwöckin, aufnehmen. Es ist richtig, dass gerade im Übertragungsnetz sehr viel an den Netzen um- und ausgebaut werden muss, um die Erneuerbaren aufzunehmen. Das ist richtig. Es wird vielleicht nicht so trivial sein, nur einen Ausbau zu machen. Auch da werden noch einige Dinge erfolgen müssen.
Es ist auch richtig, dass in den Verteilungsnetzbereichen, die ländlich sind, wo also viele Windkraftanlagen einspeisen, wo viele Großphotovoltaikanlagen einspeisen, viel am Netz gemacht werden muss. In den Städten ist das etwas anders. Ich glaube, Sie hatten das auch in einer Studie mal, wenn ich mich recht erinnere, nochmal ausgeführt, der Ausbaubedarf, der in Berlin möglich ist an Photovoltaik. Das ist auf absehbare Zeit im Vergleich zu Brandenburg und zu anderen Flächenstaaten wenig, will heißen, dass wir als Netz, also das physikalische Netz, dass das gut in der Lage ist, die regenerativen und die dezentralen Erzeugungsanlagen, die hier einspeisen werden, in Berlin aufzunehmen. Es ist Stand heute so, dass wir uns komplett als Berliner aus Brandenburg versorgen könnten. Das heißt, man kann alle Großkraftwerke, wenn die mal Schaden haben sollten oder wenn keine Wärme gebraucht wird, könnten nicht laufen und trotzdem könnte man die komplette Energie von außen beziehen. Und genauso ist es möglich, das haben wir zusammen mit der TU Berlin schon vor 2-3 Jahren ermittelt, dass wir auch bei aggressiven Zubauszenarien innerhalb von Berlin, dass das Netz diesen Zubau, dann sind ein paar weitere Ausbaumaßnahmen erforderlich, aushalten könnte. Das heißt, in diesem Sinne können das Städte. Es ist aber auch nichts besonders Berlinerisches, das gilt für Nürnberg genauso wie für Frankfurt, wie für München. Innerhalb von Städten ist eine etwas andere Lage da. Ich höre manchmal so den Vorwurf heraus, weil der Netzbetreiber eben privat ist, deswegen ist er nicht daran interessiert, dezentrale Erzeugungsanlagen anzuschließen oder regenerative. Da gibt es ganz simple Argumente, ich darf mal eins zitieren. Ihr habt doch Braunkohle und je mehr Photovoltaikanlagen einspeisen, desto weniger kann die Braunkohle produzieren, ergo habt ihr gar kein Interesse daran, dass eingespeist wird. Als Netzbetreiber verdienen wir gleich viel Geld, egal wer einspeist. Das heißt, es gibt keinen wirtschaftlichen Anreiz. Im Gegenteil haben wir einen Anreiz dazu, möglichst viele Anlagen am Netz zu haben, die dann die Steuerbarkeit des Netzes besser machen. Das Netz wird gesteuert durch 3 Sachen, etwas vereinfacht. Ich schalte eine Leitung ein oder aus. Also Hardware, Stecker rein, Stecker raus. Hardware. Das zweite ist, durch den Kunden. Sie verbrauchen mehr oder weniger Energie. Jetzt kann ich keinen von Ihnen allgemein darum bitten, mal gerade weniger Energie zu verbrauchen. Aber wer von Ihnen vielleicht eine Nachtspeicherheizung hat oder eine Wärmepumpe, das sind so große Lasten, die tatsächlich auch vom Netzbetreiber mit zu bestimmten Zeiten gesteuert werden, wenn da Notkammer ist. Und die dritte Möglichkeit ist über Erzeugungsanlagen. Wenn die aber nicht da sind, habe ich keine Möglichkeit zu steuern. Und diese Erzeugungsanlagen ist das, wo wir als Netzbetreiber interessiert sind, die auch vermehrt im Netz zu haben. Und vielleicht letzten Satz dazu noch. Wir haben dezentrale Erzeugungsanlagen von verschiedenen Anbietern in Berlin, wie auch in Hamburg. Und mit einem von diesen, und das ist kein Unternehmen der Vattenfall-Gruppe, mit einem von diesen haben wir gerade ein sehr intensives Forschungsprojekt, wie man das Steuern von diesen Kleinstkraftwärmekopplungsanlagen nutzen kann, die zu Hause irgendwo aufgebaut sind, um dann die Einspeisung so zu organisieren, dass die Lasten im Netz reduziert werden. Also wirklich eine Art Einspeise- und Lastenmanagement dazu. Und vielleicht kann ich Ihnen mit diesen kleinen Ausführungen die Wahrheit weiterbringen. Ja, Verteilungsnetzbetreiber spielen eine ganz, ganz große Rolle im ländlichen Netz und auch im Übertragungsnetz für das Thema Einbindung Erneuerbarer. Im städtischen ist diese Bedeutung ein Stück weit geringer. Stimmen Sie dem zu, Herr Hirschel, dass das Netz hier in Berlin insgesamt eigentlich den Anforderungen auch für die Zukunft schon gut gewachsen ist? Oder je nachdem, auf was für ein Versorgungsszenario, und damit würden wir vielleicht auch gleich so zum zweiten Themenblock kommen, wie können wir denn die Erzeugungsstrukturen in Berlin auch verändern? Was könnte auf das Netz noch zukommen, wenn wir uns auf eine stärkere dezentrale Erzeugung auch in Berlin ausrichten wollen würden? Na, Herr Landeck hat ja eben schon ein paar Beispiele genannt, wo in Zukunft die Reise hingehen muss. Und Sie sind ja als Netzbetreiber bei sowas wie Erzeugungsmanagement, Lastmanagement auch beteiligt. Sie sind auch bei solchen innovativen Dingen im Vattenfall ja auch
ausprobiert, wie virtuelles Kraftwerk mit Wärmepumpen. Sind Sie da auch mit irgendwie beteiligt? Das ist reine Erzeugungsseite. Das ist erzeugungsseitig. So, und nun ist das aber ein Beispiel, die Beispiele, die Sie genannt haben, oder die Beispiele virtuelle Kraftwerke, wo man den Netzbetreiber ja gut mitnehmen kann und sollte. Ja, wo sich befassen mit dem intelligenten Netz der Zukunft eine wichtige Rolle spielt. Und wenn Sie jetzt sich einen Netzbetreiber vorstellen, der da, sagen wir mal, ein gebremstes Engagement hat oder auch die Notwendigkeit nicht sieht, weil er in andere Szenarien und Hintergründe eingebettet ist, und einen Netzbetreiber, der sagt, das ist unsere Zukunft, da wollen wir nicht nur ein virtuelles Kraftwerk, sondern wir wollen 10 verschiedene probieren und wir haben auch eine Idee und eine Vision, wie das in Berlin laufen kann, und wir wollen dafür frühzeitig schon sehen, dass wir technische Optionen uns schaffen, dann sind das 2 unterschiedliche Visionen. Und Sie haben auch noch einen sehr anderen, sehr, sehr wichtigen anderen Brückenschlag gemacht, nämlich nach Brandenburg. Und da sind natürlich 2 Brücken zu schlagen. Das eine ist das Faktische der Umlandversorgung. Berlin kann, das ist die gute Nachricht, aus dem Umland versorgt werden. Die etwas schräge Nachricht ist, dass es im Moment, wenn die Szenarien aus dem Umland wahr werden, überversorgt werden kann. Ja? Wir haben irgendwie mit dem Energiekonzept 2030 in Brandenburg, da haben sich die Brandenburger entschieden, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Die sind noch nicht in der Welt angekommen, dass Erneuerbare, so wie sie funktionieren, Residuallastkraftwerke brauchen, sondern die sagen, wir brauchen die Grundlastkraftwerke, also es ist immer noch die Grundlastdenke da, aus Gründen, die man nachvollziehen kann, die sind ja regional begründet, ich weiß das sehr gut, weil ich da auch unterwegs bin in der Region, das sind also andere Gründe. So, und da komme ich wieder zu diesem Punkt, neue energiewirtschaftliche Akteure versus alte, die alten agieren ja aus nachvollziehbaren Gründen, so wie sie agieren, aber man muss natürlich die Frage stellen, ob das nicht ein Hemmnis ist auf einem Weg in die Zukunft, der ja auch nicht beliebig lang sein kann. Wir müssen ja anfangen mit einer ganzen Reihe von Innovationen, von Schritten, die einen neuen Pfad einschlagen, und von Ausprobieren, und das muss recht zeitnah erfolgen. Herr Landeck, Sie haben es eben schon angedeutet in Ihrem letzten Statement, dass auch Sie damit rechnen, dass eben die Energiestruktur in Berlin umgebaut wird. Mich würde aber noch mal etwas genauer interessieren, auch wenn mir klar ist, dass Sie jetzt eben für die Netztochter von Vattenfall sprechen und nicht direkt für den Mutterkonzern, aber doch schon so ist, wenn man sich jetzt anschaut, selbst wenn man sich über das Ziel einig ist, dass man 100% Erneuerbare langfristig will, ist ja immer auch die Frage, wo kommen die her? Die großen Konzerne setzen bisher stärker auf große erneuerbare Projekte, also die beiden Stichworte Offshore einerseits, Desertec ist ein bisschen stiller drum geworden, aber existiert ja weiter als Idee andererseits, also Strom in großen Projekten von relativ weit her. Das Gegenmodell ist eben Strom dezentral, kleiner, möglicherweise damit. Was ist aus Ihrer Sicht für Berlin der beste Weg, wo der erneuerbare Strom herkommen soll? Da bin ich ganz bei Herrn Hirschel von Brandenburg. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Berlin hohe regenerative Anteile zubauen können, also ich kenne keine Studie, die das aussagt, dass das in erheblichem Maße möglich ist, während in Brandenburg die Flächen sowohl mit Wind als auch mit Photovoltaik genutzt werden können, aus Brandenburg und Berlin, da muss eine Energiepartnerschaft entstehen. Herr Slalek, schließt Ihr Konzept des Netzbetriebs für Berlin auch eine Veränderung an den Erzeugungsstrukturen in Berlin ein? Also setzen Sie auch darauf, dass in Berlin selber, es ist klar, Windkraft ist hier nicht so ohne weiteres möglich, da gibt es nicht so richtig die Flächen in der Großstadt, aber Solar ist ja, wenn auch schwieriger, weil Eigentümer und Nutzer getrennt sind oder so, aber tendenziell machbar, und auch mit Nahwärmekonzepten zu Hausekraftwerken oder ähnlichem ist ja theoretisch was denkbar in der Großstadt. Worauf würden Sie denn hoffen, dass der Strom kommen würde, wenn er irgendwann durch Ihr Netz fließt? Also ich denke, vorher war das auch ein Schwerpunkt bei der Ausführung von Johannes van Bergen, das ist wirklich die Kraft-Wärme-Kopplung. Da sind wir hergekommen, und die Kraft-Wärme-Kopplung hat natürlich in Berlin auch eine gewisse Tradition, das kam ja auch damals durch die Insellösung da, die konsequent auszubauen und noch verstärkter in den Markt hineinzubringen, sodass man zum Beispiel ein Energieerzeugungspotenzial in Berlin, würde ich das in der Kraft-Wärme-Kopplung bei 60-70%, glaube ich, schon bei dieser kompakten Bauweise, das Problem Kraft-Wärme-Kopplung ist ja eher immer die Wärme senken, dann zu überlegen, wenn man hier durch die Innenstadt geht, neue
wir reden immer nur von Wärme, aber wir haben gleichzeitig auch von Kälte zu reden, wir haben die klimatischen Veränderungen zu haben. Beides können Sie ein Stück weit mit Kraft-Wärme-Kopplung machen. Und wenn Sie dann, das haben wir vorher in der anderen Panel da vorher diskutiert, wenn Sie das in Richtung Power to Gas dann sehen, dass die aus überschüssigem Windstrom Ihnen ein Gas geliefert wird, was Sie dann vor Ort wieder in Kraft-Wärme-Kopplung umsetzen, um den Strom wieder herauszuziehen, dann haben Sie geschlossene Konzepte. Also ich würde jetzt in Berlin nicht stark, ich kann jetzt das nicht beurteilen, wie viel Windpotenziale Sie haben. Vielleicht gibt es ein paar Hügel, wird es vielleicht auch geben. Das ist vielleicht nicht so viel wie im Schwarzwald, völlig klar. Und Sie haben sicherlich noch Möglichkeiten, was die Photovoltaik angeht, um das zu verstärken. Aber ich meine, Ihr Hauptpotenzial liegt eigentlich in den Kellern gegeben. Und das muss man erschließen. Vor dem Hintergrund, dass ich sehr wohl weiß, dass Sie schon einen relativ höheren Grad von, ja, sagen wir, von Kraft-Wärme-Kopplungseinsatz haben, als es zum Beispiel jetzt in Stuttgart oder in anderen ist. Für mich ist immer noch der Held, der sitzt hier vorne, das ist ein Stadtwerke Schwäbisch Hall. Die haben das wirklich richtig nach vorne gebracht und das in einer bestehenden Baustruktur. Ich persönlich meine, dass man da an der Stelle noch sehr genau drauf schauen muss, wie sind da die Potenziale. Dazu nochmal nachgefragt, Berlin hat zwar einen relativ hohen Fernwärmeanteil im Moment, also Kraft-Wärme-Kopplung, aber das kommt ja auch alles im Moment aus Großkraftwerken, die überwiegend mit Kohle befeuert werden in Berlin, wo die Fernwärme herkommt. Wo sehen Sie denn die Möglichkeiten, dieses Prinzip der Fernwärme beizubehalten, aber auf Erneuerbare zu übertragen? Wie könnte das gehen? An beide. Also es ist nicht richtig, dass in Berlin überwiegend aus Kohle die Kraft-Wärme-Kopplung befeuert wird. Aber ist es richtig, dass wir in Berlin sehr, sehr viel Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen haben? Etwa die Hälfte der Leistung, die in Berlin von Ihnen als Kunden verbraucht wird, kann aus dezentralen, also im Berlin stehenden Kraftwerken versorgt werden. Die überwiegende Anzahl ist aus Kraft-Wärme-Kopplung, also insofern stimme ich Ihnen das gerade komplett zu. Das ist definitiv eine ganz wichtige Option, die wir in Berlin weiter vorantreiben müssen. Energieeffizienz plus Kraft-Wärme-Kopplung plus die Wärmepumpenmöglichkeiten auszunutzen, dazu gleich noch später. Das ist aber, wenn Sie mir ganz kurz diese Bemerkung erlauben dürfen, hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Stromverteilungsnetz zu tun. Jeder von Ihnen kann, unabhängig davon, ob er Anteilseigner des Stromverteilungsnetzes ist, sich eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in den Keller bauen. Ich als Netzbetreiber bin dann verantwortlich dafür, dass sie auch angeschlossen ist. Mit mir machen sie auch dann die gesetzlichen Vergütungen, das wird dann abgerechnet, sie kriegen das dann auf ihr Konto überwiesen. Das sind bestimmte Regularien, die dann erfolgen, aber dazu brauchen sie auch nicht eine müde Mark in das Verteilungsnetz zu investieren. Das kriegt man als Prosumer sozusagen frei ausgeliefert von jedem, der das Netz betreibt. Zur Fragestellung, was man in Berlin machen müsste für die höhere Energieeffizienz. Kraft-Wärme-Kopplung hatten wir schon genannt. Ich glaube aber, dass der Einsatz von Wärmepumpen, also durch elektrischen Strom Wärme zu erzeugen, massiv zunehmen wird und zunehmen muss. Es hat bereits zugenommen durch die Energieeinsparverordnung. Die Anzahl der Wärmepumpen ist raketenartig in den letzten Jahren nach oben geschnellt. Weil jeder, der neu baut, muss eine bestimmte regenerative Heizungsanlage haben und eine Möglichkeit, das zu realisieren, ist per Wärmepumpe. Und nur noch mal als Gedankenexperiment, was machen wir, wenn wir in Zukunft mehr regenerativen Strom produzieren, als gerade abgenommen wird? Dann kann man wunderbar diesen regenerativ erzeugten Strom, der ansonsten verschenkt oder abgeschaltet werden müsste, nutzen, um Gas zu verdrängen, um damit Wärme in den Häusern zu erzeugen. Und ein, das ganz vereinfacht gesprochen, ein Tauchsieder da irgendwo in eine vorhandene Gastherme reinzusetzen, um das Wasser zu erwärmen, ist ein relativ günstiges Mittel, das auszunutzen. Darf ich da was dagegen sagen? Ja. Oder was? Nee. Dürfen Sie nicht. Also Wärmepumpen, muss man ja aufpassen, dass das keine verkappten Elektroheizungen sind. Gegen die bin ich jahrzehntelang angetreten. Und auch jetzt die Diskussion, die Wärme wieder in den Strom wieder in Form von Wärme zu speichern, halte ich so, vielleicht, wenn wir gut sind, in 20 Jahren, bekannt, dass ein Thema werden, aber ich halte es im Moment noch nie für das Thema.
Bei Wärmepumpen komme ich jetzt aus dem Südschwarzwald, der kann die regionalen Verhältnisse hier ja besser sein. Ich nenne ja als Stichwort Staufen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, da ist eine halbe Innenart abgeknackt. Und bei uns ist also Wärmepumpe jetzt ein bisschen gerade etwas out. Was wichtig ist, ist einfach die Jahresarbeitszahl. Und da wird ja manchmal sehr gehunzt, da muss man genau drauf gucken, dass sie die hohe Qualität einer Energieform Strom wieder in Wärme zurückverwandeln. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Wenn Sie aus meiner Sicht nicht auf Jahresleistungszahlen, die jenseits von 4-5 liegen, wenn Sie nur 3 haben, würde ich sagen, ist das einfach ein Unfug. Insofern stimme ich Ihnen zu, wenn wir zu viel Strom denn mal haben aus regenerativen Energien, mag das ein Zukunftsszenario sein. Es gibt sicherlich manche Stellen, wo das auch heute vernünftig ist, Wärmepumpen einzusetzen. Luftwärmepumpen halte ich für in aller Regel für ein, also das müsste man ja einmal darstellen, dass das wirklich sinnvoll ist, von den Effizienzgraden her. Also muss man schon mal auch mal ein bisschen drauf haben. Ich warne davon, dass wir da einen neuen Markt, einen Vermarktungsmarkt für Strom aufmachen. Es tut mir jetzt leid, wenn ich das so sage, als Energieversorger hört man dann immer gleich, jetzt sind Sie nicht der Verteiler, aber im Prinzip stehen auch bei Ihnen Kraftwerke im Hintergrund, die auch Ihrer Mutter gehören und im Prinzip wollen Sie auch gern den Strom Ihrer Mutter oder Ihrer Tochter, ich weiß nicht, wie Sie strukturiert sind, was die Kraftwerke angeht, aber im Prinzip, wenn Sie es konsolidiert sind, freut sich der Vater oben, der vielleicht in Stockholm oder wo sitzt drüber, dem ist es vielleicht wurscht egal, wo das Geld dann herkommt. Insofern muss man da auch ein bisschen genauer drauf schauen. Und wenn Sie dafür Strom aus Braunkohle verwenden, um hier Wärmepumpen zu machen, dann graut es mir ein bisschen. Ja. Das heißt, Sladek, hier muss ich zum ersten Mal richtig ganz vehement auch ganz deutlich widersprechen dazu. Und ich biete Ihnen Folgendes an. Lassen Sie uns das heute aufschreiben, dass in 5 bis 7 Jahren von heute angerechnet die Erzeugung von Wärme aus Strom eine ganz, ganz neue Renaissance erhält. Aber wenn wir da jetzt länger drüber reden, frage ich jetzt im Publikum, ob alle wissen, was eine Wärmepumpe ist und wie die funktioniert, ob wir das als gegeben voraussetzen können. Sonst würde ich bitten, dass wenn das Thema hier noch vertieft werden sollte und Sie beide das Bedürfnis danach haben, dann mal ganz kurz für diejenigen, die keine Wärmepumpe bisher im Keller haben, mit einem Satz erklären, wie das funktioniert und was das mit Strom und was mit Erdwärme zu tun hat. Ich stimme insofern zu, das hat was mit dem Anstieg der regenerativen Energien zu tun. Aber im Moment, denke ich, bei 20% ist das noch nicht das Thema. Richtig, das stimmt. Haben wir alle mal. So, und jetzt zu diesem Streit noch die Meinung des Experten. Ist einerseits Wärmeerzeugung aus Strom für Berlin eine Option und was für andere Optionen sehen Sie in der Großstadt, wenn man nicht nur auf 100 Wärmepumpe erklären. Ja, ganz kurz, aber ich glaube schon, ja. Soll doch mal der Journalist erklären. Ich habe schon eine gebaut. Na, also dann können Sie das wahrscheinlich besser als Sie. Also, Sie nutzen einen Temperaturunterschied, der kann auch ziemlich gering sein. Und aus diesem Temperaturunterschied können Sie Heizwärme erzeugen. Ja, das ist ein Wärmetauscher, den Sie da, also die Wärmepumpe führt so ein bisschen in die Irre. Es sind im Grunde Wärmetauscherprozesse, wo Sie aus Temperaturdifferenzen letzten Endes Niedertemperatur Heizwärme generieren können. Und dieses Gerät, diese Wärmepumpe, die wird mit Strom betrieben. Deswegen ist sie ein Stromverbraucher. Und als Stromverbraucher ist sie natürlich ein wichtiges Bindeglied in dem Stromerzeugungs-, Stromnetz-, Stromlast-, also Verbrauchsseite, in diesem Kanon, der da zusammenwirken muss. Und weil die Wärmepumpe nun Wärme erzeugt und meistens gekoppelt ist oder sinnvollerweise natürlich gekoppelt ist mit einem Wärmespeicher, können Sie da ein bisschen Zeit gewinnen. Sie können nämlich dann, wenn Sie in einem regenerativ dominierten System Überschussstrom haben, weil der Wind weht, aber ansonsten gerade keine Verbraucher am Netz sind, können Sie sagen, dann schmeiße ich die Wärmepumpe an. Und die erzeugt dann aus Umweltwärme, die wo auch immer herkommt, entweder aus dem Boden oder aus der Luft, erzeugt die mir die Wärme, die sie in den Speicher packt. Und da kann sie dann ein paar Stunden verweilen, bis sie sie dann dort abrufen. Wenn Sie die Speicher größer dimensionieren, kann die da auch länger bleiben. Und man kann mit dieser Wärmepumpen-Idee auch ein paar sehr schöne Dinge machen, wenn man sie nämlich auch in Netze integriert und wenn man die Speicher größer macht
Und da möchte ich dann anknüpfen und übergehen zu meinem Einwand und Einwurf. Ich glaube sehr wohl, weil wir haben jetzt gerade aktuell schon 26% und wir wollen ziemlich schnell auf 30-40 kommen. Ich glaube sehr wohl, dass wir es sehen werden, dass wir diesen Wandel von Stromüberschüssen in die Wärme hinein, dass wir den sehen werden. Aus einem ganz einfachen Grund, der nennt sich ökonomisch. Und ich muss auch, also ich bin selber ein sehr großer Fan von dem Power-to-Gas-Konzept, weil ich glaube, das ist die Antwort auf alle Fragen. Wir haben es nur leider nicht morgen. Können Sie das auch für alle, die es nicht genau wissen, noch mit einem Satz erklären? Sehr gerne. Ja, Power to Gas bedeutet Strom und wir reden dann eigentlich immer von dieser Herausforderung, mit diesen Stromüberschüssen umzugehen, die dann anfallen, wenn der Wind weht und der Verbrauch im Grunde nicht da ist. Also wenn das auseinanderfällt. Und wenn das auseinanderfällt, dann können Sie diesen Strom hernehmen und mit einer Elektrolyse Wasser spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist ein bewährtes Verfahren, aber diese Elektrolysen sind noch nicht so richtig toll entwickelt. Die gibt es im kleineren Maßstab, aber nicht in dem großen Maßstab, den man haben will. Da haben wir schon eine technische Herausforderung, die zu meistern ist. Wenn Sie diesen Wasserstoff haben, dann können Sie entweder den direkt verwenden. Wir haben ja mittlerweile eine ganze Reihe von Anwendungen, wo man Wasserstoff nutzen kann, in Brennstoffzellen. Sie können den auch schon in gewissem Maß einspeisen in das Gasnetz. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn wir das in einem größeren Maßstab machen wollen, dann müssten wir noch einen weiteren Schritt gehen und CO2 noch einfangen aus der Luft. Das soll ja da sowieso auch raus und damit dann Methan machen, also synthetisches Methan herstellen. Wie man sich vorstellen kann, ist bei so einer Produktionskette sind einige Verluste zu erleiden. Das heißt, der Wirkungsgrad ist noch nicht so hoch und, wie ich sagte, dieses Elektrolysegerät ist auch noch nicht so richtig wirtschaftlich da. Wenn wir diese Option mal tatsächlich so haben, dass sie preisgünstig sowas machen kann, dann ist sie im Grunde die Allzweckwaffe. Und sie ist anschlussfähig an unser Gasnetz. Sie ist anschlussfähig in den Energiebereich, in den Wärmebereich, im Strombereich, im Verkehrsbereich. Sie können das, was da rauskommt, überall einsetzen. Das wäre wunderbar. Sie haben kein Speicherproblem mehr mit ein paar Batterien und diesen paar Pumpspeicherkraftwerken, weil Sie haben den großen Speichergasnetz. Also das wäre die Allzweckwaffe. Ich habe nur ein Problem damit. Ich kann nicht genau absehen, wann sie kommt. Also insofern kann ich nicht genau darauf hin planen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir da so ein ähnliches Phänomen erleben wie bei unseren geliebten Elektromobilen, die jetzt ein paar Jahre lang der Hype waren und die so gehypt wurden, dass es in der Öffentlichkeit schon so ankam, die haben wir übermorgen, auf die können wir bauen. Die sind unser wichtiger Baustein im gesamten Energiesystem. Und deswegen denke ich, müssen wir, und das ist eigentlich das Gute, ich würde es mal als positiv verkaufen, wir haben viele Optionen, um mit diesem Problem umzugehen. Und mein Lieblingsspruch ist immer, wir sind in der Lage, so etwas Komplexes wie Atomkraftwerke zu betreiben, dann werden wir mit so etwas Lapidarem wie Überschussstrom für verschiedene Zwecke nutzen, auf jeden Fall klarkommen. Es muss nur der Wille da sein. Und ich finde es gut, dass wir schon heute diese technischen Möglichkeiten haben. Power to Gas, da hat vor 3-4 Jahren ja kein Mensch drüber gesprochen. Das ist jetzt, seit 2 Jahren ist das en vogue und wir sollten es nicht überhitzen, sondern... Der Expo 2000 war ein japanischer Pavillon, der genau dieses Thema macht. Also das ist häufig so. Elektromobile sind ja auch schon weit über 100 Jahre alt. Es braucht immer alles seine Zeit, aber es wird nicht übermorgen marktreif sein. Gut, ich würde von den technischen Details jetzt nochmal wieder zurückkommen auf ein Thema, wo jeder mitreden kann, wo jeder Erfahrung mit hat, nämlich den Kosten von dem ganzen Spaß. Das ist das, wo wir beim Netz wie bei der Erzeugung ja gleichermaßen drauf zulaufen, dass egal wie genau der Umbau abläuft, aber er wird Geld kosten und die ganze Debatte in der Öffentlichkeit fokussiert sich zum Teil aus meiner Sicht zu Unrecht, zum Teil aber auch berechtigt auf die Frage, können das eigentlich alle bezahlen oder wie muss man das Ganze organisieren, damit es für alle bezahlbar bleibt, sowohl die Umbau und Rendite aus den Netzen als auch die Umstellung der Erzeugung. Und da würde ich gerne nochmal zu Herrn Sladek zurückgeben und Sie fragen bei Ihrer geplanten Netzübernahme. Auch die Investoren, die dort einsteigen wollen würden, denen versprechen Sie in den Broschüren eine gewisse Rendite. Mich würde jetzt so als Verbraucher mal interessieren, um mal böse zu fragen, kann es mir nicht eigentlich egal sein, erstmal als Kunde, ob die Rendite jetzt bei den Zahnärzten aus Zehlendorf landet, die sich an ihrer Initiative beteiligen und genug Geld haben, da die Millionen beizusteuern, das Stromnetz zu kaufen, oder ob das in den Kassen der Aktionäre von Vattenfall Distribution landet. Also was ist der Vorteil, wenn Sie auch eine Rendite erwirtschaften wollen,
das über Ihnen landet und was würden Sie möglicherweise anders machen bei der Verteilung der Kosten als im Moment? Also bevor ich diese provokative Frage mal beantworte mit den Zahnärzten und so, würde ich noch einen Punkt zu Power to Get sagen. Weil die EBS ist ein Mitbeteiligter an Solar Fuel und da entsteht jetzt gerade eine neue Anlage für Audi, weil die nehmen explizit nächstes Jahr kommt ein Audi auf den Markt, der dem garantiert wird, dass das Gas, was er verbrauchen wird, für 15.000 Kilometer alle aus dieser Anlage stammt. Also da ist schon Entwicklung da und das zeigt doch das EEG jetzt. Sie müssen nicht nur Pilotanlagen bauen, sondern Sie müssen den Markt dafür öffnen. Und dann sehen Sie auch die Kostendegression, Sie sehen es an der PV. Vor 10 Jahren hätte sich keiner vorstellen können, was das für eine Kostendegression hat. Aber die spielt sich nur im Markt ab und deswegen müssen wir rechtzeitig und schnell in diesen Markt kommen. Und jetzt zu den Zahnärzten von Zehlendorf, haben Sie, glaube ich, gesagt. Genau das ist die Antwort. Wir sind eine Genossenschaft, die aufgestellt ist, wo jeder mit einem Anteil, glaube ich, 100 Euro muss er die ersten 5 Anteile muss er zeichnen, um in die Genossenschaft zu kommen, dann kann er aufhören. Ich kann es Ihnen aus der EWS in Schönau sagen, wir sind mittlerweile 2000 Genossen bundesweit, da hat der kleinste Genosse 500 Euro und der größte hat 250.000 Euro. Und ob der Zahnarzt ist oder was anderes, kann ich nicht beurteilen, aber wenn es jetzt um die Struktur geht, hat er eine Stimme. Natürlich versuchen wir, jedem uns ist Geld anvertraut worden von Menschen, klein oder groß. Und natürlich sind wir auch, dass da eine Rendite entsteht, ist doch auch klar. Die Frage ist immer nur, wie hoch muss der Shareholder sein? Wir bei der EWS, das klingt jetzt auch hoch, haben die letzten Jahre immer 6% ausgeschüttet mit unseren Netzgeschichten. Und die 6% waren eigentlich eine Gierbremse, die wir eingezogen haben, weil wir den Rest nicht ausgeschüttet haben, sondern thesauriert haben, um Smart Grids zum Beispiel und solche Dinge aufzubauen. Es ist schon die Unternehmenskultur, die dahinter steckt. Und das ist die ist identisch, sagen wir, die Berliner Unternehmenskultur von der Genossenschaft ist genauso, ist wirklich toll, wenn man das sich anschaut, wie sich Menschen dafür engagieren, die ersten Schritte laufen. Eigentlich bewundernswert. Deswegen bin ich auch gern hier im Aufsichtsrat tätig. Aber natürlich, es wird immer so leichtfertig das Geld nach vorne gesehen. Das Wichtige bei Geld ist nicht, dass ich es in meiner Tasche habe, sondern was bewege ich mit Geld. Das ist, was für eine Verantwortung übernehme ich für mein Geld und wo lasse ich das wirken, GLS beim Prinzip. Und das ist für mich das Entscheidende. Und deswegen habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Frage und den Zahnärzten natürlich. Ich bin auch Arzt und die verarmen ja langsam in dieser Republik. Deswegen hat man ihnen jetzt auch die 10 Euro, glaube ich, erlassen oder wie auch immer. Zahnärzte sind vielleicht auf einer anderen Ebene, aber ich finde es jetzt etwas zu eng gedacht, immer nur dass so diesen Sozialneid da aufzubauen. Da gibt es welche. Ist mir immer noch auch, finde ich es nicht schlecht, wenn einer, der Geld hat, das Geld vernünftig irgendwo anlegt und es tätig werden lässt und der andere, jeder mit seinen Möglichkeiten. Das ist das Genossenschaftsprinzip. Jetzt habe ich Ihre Frage nicht beantwortet, weil ich es vergessen habe. Nein, das war schon ein erheblicher Teil der Antwort. Die andere Frage war noch, wie sich die Kostenstruktur bei Ihnen für die Netze möglicherweise unterscheiden würde von dem, was im Moment der Fall ist, ob Sie irgendeine andere Form der Staffelung, wie die Netzentgelte umgelegt werden, zum Beispiel Ihnen vorschwebt oder so. Diese Frage, wenn da eben viel investiert werden muss, zu verhindern, dass es die Zahl der Leute, die es nicht bezahlen können, nimmt. Also die Netzentgelte, das sind in einem regulierten Markt, da kann keiner frei entscheiden, wie hoch er sie nimmt, sondern dass sie haben Investitionen, die legen sie dann, sagen wir mal salopp, sie legen ihre Kosten, die sie mit dem Netz haben, der Bundesnetzagentur vor und die genehmigt ihnen dafür einen Preis, das sogenannte Netzentgelt. Also sie können da auch nicht beliebig hochhauen oder was weiß ich. Die Netzentgelte in Berlin orientieren sich zunächst mal an den Netzentgelten von Vattenfall. Sie sind in der zweiten Regulierungsbarung, das kommt wieder so eine Geschichte, und die haben sie ja beantragt für Berlin und dann wird sie... Sie müssen ausgehen, dass die Netzentgelte, sage ich mal, wird plus minus sich nicht viel ändern zum Vattenfall, weil sie sind ja relativ, ist das ja Berlin allein, bei uns ist ja in Baden-Württemberg noch ein bisschen anders, eine Stadt hat immer eigentlich in der Relation einen etwas niedrigeren
Netzpreis müsste sie haben, weil wenn sie ländliche Versorgung haben, sind diese Netzentgelte etwas höher. Insofern, aber das wird ja wieder bei ihrem Strompreis kompensiert, das vergisst man ja wieder, dass in ihrem Strompreis 2,3 oder 2,4 Cent kriegt ihre Kommune, also die Stadt Berlin, wenn sie nahe heimgehen und machen den Schalter um und eigentlich brauchen eine Kilowattstunde Strom, hat die Stadt Berlin in der Zeit 2,4 Cent von ihnen verdient. Das ist auf dem Land wieder weniger. Deswegen muss man schauen, dass man diesen Ausgleich, das sieht man ja jetzt schön, was diese Stadt-Land-Partnerschaft mit Brandenburg auch darstellt. Der Strom wird nicht in Berlin hergestellt, wird verbraucht in Berlin. Und die anderen, das Land stellt ihnen das dafür bereit. Also wir müssen sehr viel stärker in diese kommunikativen Ebenen hineinkommen. Und insofern Netzentgelte würde ich erstmal in Berlin meinen, auch von unserer Struktur werden so bleiben. Erstmal würde ich meinen, die sind korrekt gestellt worden von Vattenfall, sind genehmigt worden. Und dann ist das im Moment davon auszugehen. Und sie werden möglicherweise, je nachdem, was Sie für Investitionen in das Netz hineintragen müssen, da hat der Herr Landeck gesagt, das ist ja alles, Sie haben schon so ausreichende Verkabelungen hier im Netz, dass Sie jede PV-Anlage anschließen können, ähnlich wie es in Schwäbisch Hall ist, die haben ja auch richtig dimensionierte Netze an dem Boden, dann muss man da nicht mehr so viel Netzentgelte machen. Aber wenn Sie jetzt eine PV-Anlage haben und Sie wollen sie gern anschließen und die Netzkapazitäten reichen nicht aus, dann muss man halt in das Netz auch hinein investieren und dann muss man auf der anderen Seite die Speicherfrage stellen, kann man das auch sinnvoller anderweitig speichern, dass das kontinuierlich ins Netz kommt. Das ist also eine Fragestellung. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die Netzentgelte so bleiben oder diese Größenordnung haben, wie sie jetzt sind. Stimmen Sie Ihnen zu, Herr Landeck, dass das alles so bleiben kann, wie es ist, oder kommen aus Ihrer Sicht mehr Kosten auf die Verbraucher in Berlin zu? Die Konzerne sind immer sehr gut dabei, die Kostensteigerung weiterzugeben und weniger gut dabei, die Senkung weiterzugeben. Was droht uns da in Berlin? Ich habe schon fast ein bisschen witzig, die Formulierung, soll alles so bleiben, wie es ist? Nein, also, weiß ich. Das ist ein bisschen polemisch. Nein. Herr Stadek das richtig dargestellt, die Netzentgelte, nicht ihr Strompreis, die Netzentgelte werden von der Bundesnetzagentur in Berlin reguliert. Das ist keine Besonderheit, das gilt für alle großen Netzbetreiber, die sind nicht bei ihrer Landesregulierungsbehörde, die sind bei der Bundesregulierungsbehörde. Und die Netzentgelte müssen immer zum 15. Oktober eines Jahres, das ist also jetzt gerade ein paar Wochen her, müssen so eine indiziert werden, wie groß sie wahrscheinlich sein werden und werden dann zum 1.1. eines Jahres dann auch festgelegt. In Berlin ist die Besonderheit, dass wir erst abwarten müssen, was der Übertragungsnetzbetreiber macht, nennt sich in dem Fall 50 Hertz, das ist in Ostdeutschland vor allen Dingen tätig, und die Übertragungsnetzentgelte, wenn die sich verändern, verändern sich dann auch dann zwangsläufig die des unterlagerten Verteilungsnetzbetreibers. Und das ist eine Formel, die wird eingesetzt und von der Bundesnetzagentur dann letztlich genehmigt. Nur falls Sie es noch nicht mitbekommen haben oder gehört haben, dieses Jahr erhöht der Übertragungsnetzbetreiber um 40%, 40%, hat ganz viel damit zu tun mit dem Aufbau, auch für die Erneuerbaren dazu. Und diese 40% können wir in Berlin teilweise kompensieren, aber es kommt dann noch zu einer leichten Erhöhung von 3,9%. Sie zahlen heute 4,91 Cent pro Kilowattstunde, 4,91 Cent und dann ab dem 1.1. nächsten Jahres 5,1 Cent. Aber wenn Sie davon dann abziehen, was der Übertragungsnetzbetreiber bekommt, sind Sie in der Größenordnung von so 3,5. Und das ist weitaus weniger als die erneuerbaren Energienumlage. Und da haben Sie ganz recht, Herr Stanek, das ist unabhängig davon, wer das Netz betreibt. Deswegen würde ich auch gerne mal zurückfragen, Herr Stadek, Sie hatten gesagt, wir bringen die Menschen mit an Bord, das war Ihre Aussage, wir haben Zeit dafür, eine andere gesellschaftliche oder strukturelle Aufstellung zu machen. Ich kann das bei dem Thema dezentrale Erzeugung, bei dem Thema regenerative Erzeugung oder Prosumer nachvollziehen. Wo ich noch ein bisschen Schwierigkeiten habe, das nachzuvollziehen, ist, was soll sich denn beim Netzbetreiber ändern? Also ich frage mal jetzt ganz offen und auch wirklich hörend dazu, was soll ich als Netzbetreiber denn anders machen? Wo würden die Menschen, die dann mit an Bord sind, etwas anderes mit mir als Netzbetreiber machen? Was würde ich anders tun sollen? Wie würde ich anders mich verhalten können?
Das geht ja ein Stück weit, das will ich noch von Smart Grid, das ist die Netzseite angehen, und wir müssen aber auch das Smart Home, das heißt, wie sind die Verbraucher, wie finde ich Zugriff auf die Verbraucher, wie kann ich Verhaltensstruktur mit dem Netz steuern. Es geht ganz parallel, die Menschen müssen ihnen vertrauen, dass sie sagen, jetzt kannst du meine Kühltruhe, ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, sie haben eine Kühltruhe und sie sagen, also wenn sie verpflichten sich ein Stück weit, zum Beispiel, war ganz banal, um die Mittagszeit diese Kühltruhe nicht aufzumachen. Dann kann der Netzbetreiber, wenn er ein Peak-Shaving macht, wenn er also die Spitzen dann nach unten reguliert, kann er sagen, also für diese, vom Herrn Müller in der, was weiß ich, Zionskirchstraße, da muss ich jetzt diese Kilowattstunden nicht bereit halten, sondern ich kann sie anderweitig verwenden. Da brauchen Sie einen ganz engen Zugang zu den Menschen. Die müssen Ihnen vertrauen, die müssen sagen, jawohl, das darfst du machen. Wir müssen uns in die Augen sehen. Und dieses Vertrauen haben nun mal die haben die Monopolisten ein Stück weit die letzten Jahre zu Recht verspielt. Wirklich, wir haben jetzt zum Beispiel Vertrauen hängt auch damit dabei zusammen, dass zum Beispiel Vattenfall klagt gegen den Atomausstieg, gegen diese Abschaltung der Atomkraftwerke. Ist jetzt nicht Ihr Bier dabei, aber das ist ein Stück weit Vertrauen, da ist irgendwas gemacht worden und dann sagen wir, ja gut, uns ist so viel Geld da weggenommen, jetzt müssen wir das wieder einklagen. Das schädigt Vertrauen, wenn Sie so meinen. Wenn ich das klar mache, dieses Vertrauen haben Sie über die Jahre, ich meine wirklich nicht persönlich, haben Sie über die Jahre meiner Meinung nach sukzessiv verspielt und jetzt erwarten Sie von Menschen, dass die mit integriert werden in ein zukunftsfähiges Modell, wie sieht Stromversorgung, wie sieht Verbrauch aus, wie viel sieht Verteilung aus. Da brauchen Sie die Menschen vor Ort. Und das meine ich darum, was wir da besser machen können, ist die direkte Ansprache mit Menschen. Das zeigt ja auch, dass so viele jetzt auch hier sind. Das ist ja, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, warten, glaube ich, Ihre Nachbarn und Ihre Freunde, sagen, du warst doch auf dem Netzgipfel, jetzt bist du runtergekommen. Was? Entschuldigung, Sie sind heruntergekommen. Jetzt warten Ihre Nachbarn, Freunde oder auch wer auch immer und morgen ist Sonntag dazu. Wir reden von Kommunikation, dass Menschen das begreifen, ein Stück weit sagen, das ist auch meine Aufgabe. Hier geht es um Zukunft, hier geht es um Lebensfreude, es geht um Lust, diese ganzen Faktoren. Natürlich sparen klingt ein bisschen immer, macht man ja nicht ganz so gern, aber wir haben Stromsparwettbewerbe gemacht über die Jahre, das waren immer heiße Veranstaltungen mit viel Lust und mit viel Freude. Also das vergessen wir bei all dem immer, wir sind viel zu rational manchmal. Und ich denke, eine Berliner Genossenschaft, Energiegenossenschaft, die muss diese Lebensfreude abstrahlen, sonst wird sie nicht erfolgreich sein. Und das hat sie ihnen dabei einen Vorsprung. Und deswegen denke ich, das ist einen großen Unterschied. Aber sie, Sie sind ja begnadeter Redner dazu, das ist ja auch die Weisheit, die mit dem Alter auch dazu kommt, man kann auch eine große Rolle spielen. Ich habe verstanden, was Sie gesagt haben und das klingt auch logisch. Es gibt aber ein Gleichwohl dazu. An den Kühlschränken wird ein Netzbetreiber nie steuern bei Ihnen. Die Netzagentur hat sich dazu sehr stark geäußert und hat gesagt, es gibt einen Bereich Smart Grid und einen Bereich Smart Market. Müssen Sie sich nicht merken, aber das Entscheidende ist, was die Netzagentur damit meint, ist, überall dort, wo bei Ihnen im Haushalt gesteuert wird an Kühltruhen oder an Kaffeemaschinen oder was immer Sie sich vorstellen mögen, dazu sucht sie sich einen Vertrieb Ihres Vertrauens aus. Einen Vertrieb, nicht einen Netzbetreiber. Und mit dem Vertrieb Ihres Vertrauens machen Sie da etwas ab. Dann kriegen Sie einen tollen Sondertarif oder sonst irgendwas, dass Sie Ihre Flexibilität, die Sie haben, ihm verkaufen können. Und gut ist das. Mit mir als Netzbetreiber, um das auch so bildhaft zu sagen, ich werde an Ihren Kühlschrank, an Ihre Gefriertruhe und Ähnliches nie herankommen wollen und können. Das machen Sie mit anderen Spielern. Insofern verstehe ich Ihr Beispiel, man braucht immer mit Vertrauen. 100% einverstanden. Aber der mit dem Vertrauen wird ein Vertrieb sein und kein Netzbetreiber. Ja, hier schön. Ich wüsste gerne mal von Ihnen, wenn die beiden sich hier so streiten und sich aber eigentlich bei dem Thema Kosten relativ einig waren, dass das alles
wer es jetzt betreibt, auf die Kosten für die Verbraucher gar nicht so viel Einfluss hat. Würden Sie dem zustimmen, dass das alles so einheitlich ist? Und was ich mich dabei noch frage, die dritte Variante, die jetzt nicht am Tisch sitzt, sozusagen staatliches Netz, da könnte man die Rendite dann ja noch unabhängig festlegen oder auch ganz auf eine verzichten. Wäre das eine Variante, die möglicherweise für die Verbraucher billiger würde, oder sind bei staatlichen Konzernen dann wieder so viele Versorgungskosten zu schaffen, dass es am Ende auch ohne Rendite teurer wird? Kriege ich wieder eine eigene Frage und darf nicht auf das reagieren, was die beiden vorher diskutiert haben. Das läuft doch also insofern alles zusammen. Gehört alles zusammen. Die Antwort auf die erste Frage ist kurz, nämlich ja, das ist langweilig. Die betriebswirtschaftliche Ebene ist langweilig. Da ist ja, das ist reguliert, da ist nicht viel zu machen. Staatliche Akteure. Das ist ja eine heiße Diskussion. Ich meine, wir haben die Privatisierungszeit hinter uns, Privatisierung, Liberalisierung, da ist viel Tafelsilber verkauft worden und es ist nicht vieles eingetreten in mehreren Bereichen, was wir uns so gewünscht haben. Wasserpreise, Telekommunikationspreise, da hat es Bewegung gegeben, aber in einigen Bereichen eben auch nicht so sehr. Also, dass jetzt staatliche oder private Akteure es besser oder schlechter können, können Sie verschiedene Beispiele mit unterschiedlichen Ergebnissen nehmen, hilft Ihnen nicht sonderlich weiter. Wenn Sie mal direkt in den Netzbetrieb gucken, da gibt es ja ein paar andere Thesen, die auch durchs Dorf getragen werden, nicht nur staatliche versus private, sondern es gibt beispielsweise auch diese Debatte, kleine Netze sind ineffizient. Wir müssen die Netze zusammenlegen, die Einheiten müssen größer werden. Da gibt es empirische Studien und die sagen uns, nee, so ist es nicht. Kleine Netze können genauso effizient betrieben werden, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber nicht unbedingt von der Größe. Das hängt davon ab, was die so machen, wie die investieren, wie schlau die sich auch bei der Regulierungsbehörde anstellen, welche Menschen das machen, was die vorhaben. Das sind alles viel größere Einflussfaktoren. Die reinen Zahlen, die Kostenzahlen von klein zu groß, gucke ich mir an, gibt es keine Belege dafür, dass die Größe und Einheit effizienter sind. Also in dem Sinne, man muss damit so ein paar, oder beziehungsweise jetzt wieder zurück, ich denke, die Unterscheidung macht sich nicht an diesen Netzgebühren oder an der Kosteneffizienz fest, sondern die Unterscheidung ist tatsächlich, wer hat was vor, wer will was machen, wer will was umsetzen. Daran macht sich fest auch der Spielraum des Netzbetreibers. Ich finde das sehr, sehr gut, was Herr Landeck immer macht. Er versucht nämlich zu sagen, ich habe einen vergleichsweise geringen Spielraum und verwechselt das nicht immer und vermischt das nicht immer mit einem integrierten Versorger. Herr Landeck hat immer, sagen wir mal, die schöneren Verhältnisse im Blick und geht insofern immer vielleicht einen Schritt zu weit, als das, was uns hier jetzt in, Herr Stadek, Entschuldigung, Sie haben wenig Klang im Namen. Herr Stadek hat, sagen wir mal, die Möglichkeiten, die Spielräume, die Sie in Schönau haben, sind natürlich schon mehr. Ja? Das ist das, was man sich für Berlin auch wünschen würde, aber es fängt, glaube ich, trotzdem mit dem Ausnutzen der Spielräume auch des Netzbetreibers an. Und da, denke ich, kann schon noch mehr passieren. Und wenn die verschiedenen Akteure, die dann da dran sind, die Vertriebe und die ganzen vor- und nachgelagerten Dienstleistungen, wenn die da alle zusammenwirken, dann ist es gut. Und dass die zusammenwirken, und da komme ich dann auf den Punkt, den ich viel spannender finde, dass die zusammenwirken, dafür braucht es ja Multiplikatoren. Dafür braucht es möglichst viele, die da mitwirken. Und da ist so ein Genossenschaftsmodell eigentlich ein ganz gutes. Ja, weil sie haben automatisch viele Multiplikatoren, sie haben viele Tentakeln in die Gesellschaft, in die Bevölkerung hinein. Je nachdem, welche Gesellschaft sie auch noch gewinnen und da vielleicht auch die Brücke zu dem Thema Staat. Ob der Staat das nun alleine machen sollte, weiß ich nicht, aber die Kombination genossenschaftlich und staatliche Beteiligung wäre eine, die man vielleicht überlegen kann, weil das, der Staat als Akteur da vielleicht auch mitspielen muss, vielleicht mitfinanzieren muss, vielleicht Türen aufmachen muss, mag sein. Aber letzten Endes, dieses Genossenschaftsmodell ist eins, was uns zeigt im Erzeugungsbereich bei den Erneuerbaren, es wird perspektivisch nur noch wenige Projekte geben, die nicht mit ökonomischer Teilhabe zu tun haben. Ja, also die Windparks, die wir heute sehen, die erfolgreich sind, wo Sie keine Bürgerinitiativen dagegen sehen, die sind so aufgestellt, dass eine hohe Beteiligung stattfindet. Die Energiewende wird immer weniger ein technisches Projekt, ein rein technisches Projekt und immer mehr ein soziales, ein gesellschaftliches. Und das, was jetzt erstmal so platt klingt, das macht sich auch an diesem Punkt ökonomischer Teilhabe fest. Ja, und das sind aber auch vorgelagerte Schritte schon allein in der Planung. Die Leute müssen in der Planung mitgenommen werden. Da muss eine gewisse Flexibilität drin sein. Und wenn sie dann hinterher auch noch beteiligt werden, dann hat das eine breitere Basis. Das sieht man dann bei den Netzen genauso. Auch da haben wir diese Debatte im Übertragungsnetzbereich, dass man dort Beteiligungen möglich machen möchte, um Netze zu bauen. Das hat auch seine Fürs und Widers, aber die Tendenz
ist eine, die uns die Erfahrung gegenwärtig lehrt, die wir im Erzeugungspreis sehen bei den Windenergieanlagen. Und dieses mit der ökonomischen Teilhabe heißt ja nicht nur, dass sie Gewinne machen. Das Ganze geht ja weiter. Sie müssen gucken, dass sie in der Region, in der sie mit modernen Netzen oder mit modernen und erneuerbaren Erzeugungsanlagen operieren, dass sie dort möglichst viel von der Wertschöpfungskette vor Ort machen. Da komme ich wieder auf dieses des Genossenschafts als Multiplikationsmodell. Wenn das hier ein breites Projekt wird in Berlin, dann wird es irgendwann auch keine Handwerker mehr geben, die sagen, mache ich nicht, rechnet sich nicht, lohnt sich nicht, will ich nicht. Davon gibt es noch ziemlich viele. Wir haben im letzten Jahr erstmalig mit der Dachdecker-Gewerkschaft hier oder mit den Dachdeckern mit der Solarindustrie zusammen einen Dialog gehabt. Ja, da haben die erkannt, es könnte ja was sein für uns. Ist sicherlich auch noch nicht die absolute Boomgeschichte hier, aber da sieht man mal, wie langsam und träge das ist. Wir müssen das zu einem Projekt machen. Und ja, also von daher glaube ich, dass da der Charme auch des Genossenschaftlichen liegt, auch noch mehr regionalökonomische positive Effekte zu heben. Ich denke, wir könnten hier jetzt erstmal kurz einen Punkt machen. Von meinen Fragen sind eine ganze Menge beantwortet. Deswegen würde ich erstmal sagen, dass wir jetzt vielleicht die Gelegenheit nutzen, mal ins Publikum zu gehen und zu hören, was bei Ihnen an unbeantworteten Fragen aufgekommen ist im Laufe dieser Debatte. Ich weiß nicht, haben wir Saalmikrofone? Ja, haben wir. Würde ich Sie bitten, ich sehe jetzt gleich schon eine ganze Menge Hände hochzugehen, sich kurz zu fassen, keine langen Referate, sondern nach Möglichkeit Fragen und sagen vielleicht kurz jeweils dazu, wer Sie sind. Ich würde sagen, wir sammeln mal 2, 3 und gehen dann in die erste Antwortrunde. Wir sammeln 2, 3 Fragen, weil ich hier vorne war auf jeden Fall und Sie waren beide die allerersten Hände, die ich gesehen habe. Ach so. Ja. Gut, ja, Pavel Mayer, der energiepolitische Sprecher der Piratenfraktion in Berlin. Und ich hätte noch eine Frage an insbesondere, eigentlich an alle zum Thema Risiko, weil das ist natürlich, also welche Risiken geht man eigentlich ein mit dem Betrieb? Und das ist natürlich wichtig in Verbindung mit der Renditefrage. Ich glaube, ich hatte auch mal, weiß nicht, ob ich Sie gefragt hatte oder Kollegen von Vattenfall, hat Vattenfall überhaupt Interesse an dem Betrieb des Netzes, wo doch die Renditevorgaben, Eigenkapitalrendite bei 12-15% liegen, das kriegt man noch mit dem Netz überhaupt nicht, ja, das verhagelt Ihnen doch irgendwie Ihre Zahlen, oder war dann so die Antwort, naja, aber es ist halt eine sehr sichere, also es ist ein sehr sicherer Renditestrom, ein sehr regelmäßiger Renditestrom, das hebt sozusagen die Bonität des Unternehmens und das Ganze klingt so, also als wäre das jetzt rein als Finanzanlage betrachtet ungefähr so sicher wie Staatsanleihen, nur 20 Mal so rentabel, da hätte ich mal die Frage, teilen Sie die Meinung. Ich habe mal eine Frage, die nicht was mit den Kosten zu tun hat, sondern es ging ja um regenerative Energien bei der Energiewende. Nun wird hier so viel von Kraft-Wärme-Kopplung gesprochen, ich weiß gar nicht, wo das regenerativ ist, weil die werden mit fossilen Brennstoffen betrieben. Und das führt ja dazu, dass eine Stadt wie Berlin wahrscheinlich auf dem Sektor regenerativ weniger realisieren kann, es sei denn, sie kooperieren mit dem Umland. Dann Herbst ist mein Name. Ich habe eine Frage zu der Stromprognose. Wird der Stromverbrauch insgesamt zunehmen, indem wir möglicherweise demnächst Warmwasser dezentral über erneuerbaren Strom erwärmen, statt es weiter mit fossilen Energien im Keller zu tun? Und wird das möglicherweise kompensiert oder überkompensiert mit den Stromsparmaßnahmen, die langsam anlaufen, siehe Lampen und ähnlichen? Ja, vielen Dank. Vielleicht steigen wir ein kurz mit der Frage, die sich vor allem an Sie richtete. Warum will Vattenfall das Netz, obwohl es viel weniger Rendite bringt, als Ihre Aktionäre erwarten? Ich finde, dass man ja schon den Großteil der Antwort letztlich gegeben hat dazu. Wobei ich bei einer Sache korrigieren muss, die Renditeerwartung mit 15% zu sagen. 12-15 haben Sie im Konzerngeschäftsbericht. Ja.
Da kann ich Ihnen Gutes berichten, der schwedische Anteilseigner oder der schwedische Staat hat ein Einsehen und hat diese Renditegrenze gesenkt, das erste schon mal, das ist schon mal gut für uns Letzte. Und das zweite ist, es ist tatsächlich so, dass man in einem Korb, in dem ein Energieversorger unterwegs ist, hat man immer hohe Risiken drin und niedrige Risiken drin und gleicht das so ein bisschen aus. Ich glaube, wer Geld zur Anlage gibt, der hat auch einen Teil davon vielleicht in Aktien, einen Teil davon in Fonds, einen Teil davon in Rentenpapieren und so macht es wahrscheinlich auch ein Energieversorger. Das ist, glaube ich, ein ganz natürliches Verhalten dazu. Aber ich würde mich nie als Finanzanlage bezeichnen. Also dafür mag ich und unsere Kollegen das Netz und Netz arbeiten und Netz betreiben doch zu sehr, als dass ich eine Finanzanlage bin. Und die Frage, ob der Stromverbrauch zunehmen wird, wir als Verteilungsnetzbetreiber sehen seit Jahren eine Zunahme und keine Abnahme, obwohl wir seit Jahren eigentlich Energieeffizienzprogramme in der gesamten Republik haben. Mit jedem energieeffizienteren Fernseher oder energieeffizienteren Lampe scheint ein anderes Gerät mit dazu geschaltet zu werden. Wir sehen keine Abnahme. Und ich schaue ganz interessiert nach Dänemark. Das ist zwar ein ganz kleines Land nur. Die haben aber enorm viel Wind, also deutlich mehr als wir in Deutschland. Die haben enorm viel Kraft-Wärme-Kopplung. Und die experimentieren sehr erfolgreich mit dem Thema, dass man Strom, Wärmeanwendungen großtechnisch wie kleintechnisch nutzt. Und da ist vielleicht ein Stück weit auch Zukunft für uns in Deutschland dabei. Also ich empfehle auch mal, sich diese dänischen Energieversorgungsunternehmen dort anzuschauen. Sind übrigens auch dann kommunal. Ja, Herr Sladek, an Sie richtete sich die gleiche Frage mit den Renditeerwartungen, andererseits aber auch die Frage, wie Sie denn Kraft-Wärme-Kopplung erneuerbar machen wollen, weil das bisher ja überwiegend auf fossiler Basis läuft. Und die Frage nach der Stromprognose, ob Sie, Stromverbrauchsprognose, ob Sie da auch was zu sagen können? Also erstmal, auch die Genossenschaft ist ganz klar, wenn wir als Genossenschaft antreten, ist das eine Anlage mit Chancen und Risiken. Und dann darf nicht, wir reden immer nur von den Chancen, die groß sind, aber wir sind alle dann kleine oder Kleinstunternehmen und das muss man sich klar bewusst werden. Dann das Risiko bei einem Stromnetz, das tue ich jetzt mal, vielleicht ich will jetzt Ihnen da gar nicht widersprechen, das Risiko eines Stromwerks halte ich verhältnismäßig gering, was das angeht, dass man auf einmal insolvent werde. Das kann ich mir nicht vorstellen, zumal sich, das ist wieder der Vorteil einer Regulierung, natürlich eine bestimmte Eigenkapitalverzinsung, die wird Ihnen zuerkannt durch die Bundesnetzagentur. Insofern haben Sie da einen regulierten Markt mit klaren Einnahmen. Die Fragestellung ist nur, was für einen Investitionsbedarf haben Sie im Moment? Und wenn Sie intelligent gehen, ich denke, ein Stromnetz kann man, da muss man also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man ein Stromnetz kaputt macht. Das ist der eine Teil dazu. Und ich werbe ein Stück weit. Wenn Sie die sozialen Verhältnisse sehen, wenn Sie unsere demografischen Entwicklungen sehen, werden die Renten in Zukunft nicht mehr reichen und man muss sich andere Standbeine zulegen, sage ich mal. Und ich denke, eine Beteiligung an Stromnetzen gehört schon zu den relativ, also absolute Sicherheit gibt es hier oben vielleicht oder ganz unten, aber absolut gehört nun mal nicht, das haben Sie ja bei der Atomkraft gesehen, absolut ist kein menschlicher Begriff, sondern ist eigentlich absolut gibt es auf der Welt nichts. Also absolute Sicherheit können wir Ihnen nicht geben, Sie haben Chancen und Risiken, aber die Chancen sind sehr, sehr groß, das sind eine überschaubare Rendite, also die Zahlen, die Sie genannt haben, werden Sie aus dem Stromnetz nicht herausbekommen, um das mal klar zu machen. Die Geschichte mit dem Regenerativ, genau das ist der Punkt, was ich sage, deswegen brauchen wir Power to Gas, dann haben Sie ein regeneratives Produkt und das haben Sie auch schon schön dargestellt, das ist noch nicht morgen, vielleicht auch noch nicht übermorgen, aber das ist auf jeden Fall die Zukunft, weil es wirklich die drei Teile Strom, Wärme und die Mobilität in sinnvolles Verhältnis sind. Wir müssen immer, bevor wir eigentlich, das muss man sich auch immer klar machen, ich wünsche mir immer ein Ziel, dass ich das schnellstmöglich erreiche. Aber das, was man lernt, ist, dass man ein Ziel formuliert, aber man muss Etappen zu dem Ziel formulieren.
Und da sind wir auf dem Weg, aber bis wir an unserem Ziel sind, das dauert auch noch ein ganzes Stück weiter. Dann wollte ich noch was zu den Stromspargeschichten sagen, weil das ist wieder auch ein Teil von einem Netzbetreiber, erzähle ich Ihnen aus Schönau. Wir wechseln Heizungspumpen mit einem verlorenen Zustoß von 25%, also in der Regel 75 Euro geben wir jemanden, der die Heizungspumpe, eine ungeregelte, eine Hocheffizienzpumpe erneuert. Wir spüren das am Stromabsatz. Wir werden dieses Jahr, also ich denke, wie das ist, wir werden dieses Jahr ein paar hunderttausend Kilowattstunden weniger verkaufen und ich vermute, dass das mit diesem großflächigen Wechselprogramm ist. Weil das ist ein Strom, von dem Sie gar nichts sehen. Der ist eigentlich, den verbrauchen Sie, ohne dass Sie spüren. Und das ist immerhin, damit Sie das wissen, von was ich rede, Sie könnten die Einsparung von einer ungeregelten zu einer hochgeregelten Heizungspumpe, die liegt circa zwischen 70% und 80%. Da gab es mal Hochrechnungen, ob das noch so stimmt, vor einiger Zeit. Allein, wenn Sie diesen Umtausch machen würden, könnten Sie 2 Atomkraftwerke in Deutschland sparen, damit man mal so eine Dimension hat, weil man daran denkt man ja schlecht. Und der nächste Teil, wie wird die Stromprognose sein? Wir haben, das ist ja auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, die haben Sie gerade bestätigt, wir haben zwar effizientere Geräte, aber statt dem wir 4, früher 5 Geräte vielleicht im Haushalt haben, haben wir jetzt 15. Und dann nützt Ihnen der spezifische Verbrauch, dass der reduziert ist, zum Schluss gar nichts, weil der absolute ist immer noch gleich oder steigt an. Dem muss man sich auch mal ganz bewusst stellen. Das ist auch ein Stück weit unseres Lebenskomforts, den ich Ihnen gar nicht abspreche. Geschuldet, aber manche sagen, man muss unbedingt eine Elektrozahnbürste haben. Ich denke immer, es geht auch anders. Aber wie gesagt, diese Frage beantworte ich so, das hat was, diese Stromzuwachsgeschichten hat auch sehr stark was mit unserem eigenen Verhalten zu tun. Und das kann ja jeder von uns auch ein Stück weit steuern. Ich würde schon meinen, ich hoffe, dass wir mal den Zenit des Zuwachses vom Strom eigentlich hinter uns haben. Obwohl Strom, wenn wir dann richtig herstellen, darf ich keinen Dissens mit Ihnen. Wenn er richtig hergestellt ist und wir können auch fossil verzichten, dann können wir ihn auch in die Wärme einsetzen. Keine Frage. Herr Wirke, wollen Sie zu Stromprognose und zu Erneuerbaren in KWK noch was sagen? Ein Thema, was hier jetzt noch gar nicht angesprochen worden ist, was in Berlin ja sehr aktuell war, im Zusammenhang ist die Frage, ob man so ein Kohlekraftwerk auf so ein Holzkraftwerk umstellen sollte mit Holz aus Afrika und ähnlichem. Ist das eine Perspektive? Auch, ja, war doch die große Debatte hier in Berlin. Ja, ja. Frage, ist das auch eine Variante oder wo sehen Sie die Möglichkeit, unser Fernwärmenetz hier erneuerbar zu betreiben? Also erstmal noch zu dem Punkt Stromverbrauch. Herr Sladek hat das schon sehr treffend beschrieben. Wir in der Wissenschaft haben uns jetzt lange damit befasst, wie der Strom effizienter genutzt werden kann. Da gibt es verschiedenste Anwendungsbereiche. Dann haben wir uns lange damit befasst, warum das eigentlich nicht passiert. Und jetzt sind wir, also welche Hemmnisse dem entgegenstehen und welche Trends und Entwicklungen. Jetzt sind wir mittlerweile bei der Debatte rund um Rebounds angekommen. Das ist das, was Herr Sladek beschrieben hat, dass wir einfach immer mehr Geräte haben und alle Einsparungen. Das gilt im Wärmebereich. Übrigens gibt es diese Rebound-Debatte genauso. Wenn Sie effiziente Häuser haben und gedämmte Häuser und weniger Energiekosten haben, dann ändern Sie vielleicht Ihr Lüftungsverhalten oder schrauben einfach ein paar Grad höher. Und schon ist das Ganze wieder raus. Beim Stromverbrauch ähnlich. Wir haben einfach einen riesigen Geräteparcours angelegt, der einfach dann in Summe mehr verbraucht, als die einzelnen Geräte, die effizienter sind und effizienter geworden sind, wieder einsparen. Kommen wir mal zu den beiden Geräten, die uns jetzt eben bewegt haben, nämlich die Wärmepumpe und die Elektromobilität. Haben wir gesagt, passen ja eigentlich ganz gut in das System der Zukunft. Die bisherige Bewertung, ökologische Bewertung dieser beiden Produkte war negativ, weil wenn mit überwiegend dem deutschen Kraftwerkspark und dem Energiemix, der da drin steckt, betrieben, dann ist es einfach keine gute Sache. Da brauchen Sie schon extrem gute Jahresarbeitszeiten, um das zu rechtfertigen. Für die normale Wärmepumpe und normales Elektromobil war das irgendwie nichts. So, nun sind wir ja bei der Welt der Zukunft angekommen, wo wir sagen, ja, wir wollen das aber ja nutzen, um den Überschussstrom zu verbrauchen. Ja, wir brauchen also Verbraucher, die wir dann gezielt ansteuern können, wenn wir diesen Überschussstrom haben. Da macht es dann wieder Sinn, weil es ist erneuerbarer Strom und ich kann ihn dann verbrauchen, wenn ich ihn ansonsten abregeln müsste. So, also Sie würden ihn ansonsten in die Tonne oder sonst wohin drücken, er würde abgeregelt werden. Die Anlagen stehen still. So können Sie weiterlaufen lassen und den Verbraucher ansteuern. Soweit die schöne neue Welt, wie man sie sich theoretisch ausmalt. Herr Landeck würde Ihnen jetzt genau beschreiben können, wo die Probleme liegen, dass er darauf noch gar nicht zugreifen kann. Also die Frage der Steuerbarkeit,
Ja, also wie kriege ich denn meine Wärmepumpe dazu, dass sie auch wirklich dann anspringt, wenn der Netzbetreiber das Signal gibt oder irgendein vorgelagerter Händler irgendwie sagt, er muss das jetzt machen. Also diese ganzen Fragen, wer steuert, tarifliche Anreize, wie bringt man das in Einklang mit den Bedürfnissen, wenn der E-Mobil-Besitzer aber nun doch unbedingt da fahren will? Da sind wir noch sehr weit weg. Das heißt also, hier fehlen die Rahmenbedingungen, hier fehlen ökonomische Anreizmodelle, hier fehlt aber auch, da komme ich wieder zurück, hier fehlt ein innovatives Vorgehen von denen, die davon betroffen sind. Also wenn wir hier einen Akteur haben, der sagt, okay, die Rahmenbedingungen sind noch nicht da, aber ich probiere mal ein bisschen was aus. Ja, oder ich denke mir was aus. Ich bin Vorreiter. Ich bin aktiv in dieser Debatte drin. Wenn es also ein Kernthema ist von Leuten, die sich dieser Sache verschreiben, dann bringt es eventuell auch das Gesamtthema nach vorne. Ja, also im Moment können wir da noch gar nicht so viel machen, außer gute Ideen generieren. Und es ist eine spannende Sache. Die Lösung ist sozusagen zu sehen. Ja, man kann sich überlegen, wie die Puzzleteile alle zusammenpassen. Im Moment fehlt es dafür nur noch ein bisschen. Und wir brauchen Akteure, die da jetzt vorangehen. Weitere Fragen? Einmal da links waren und dann waren, ja, weiß nicht, ob Sie wieder hier nach vorne kommen wollen, vielleicht am einfachsten vom Mikrofon her. Wo ist das jetzt gerade geblieben, das Mikro? Da, also da drüben war jetzt die nächste Frage und auch die erste Frau. Da. Okay. Es geht ja wirklich um den gesamten Mikro. Verbrauch. Wir haben ja jetzt so viel gelernt davon, wie die verschiedenen Energieformen auch miteinander zu tun haben, miteinander verwandelt werden. Und ich denke, man kann nicht nur auf den Stromverbrauch schauen, man muss den gesamten Energieverbrauch anschauen. Und meine Frage ist, beziehungsweise ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es eigentlich politische Entscheidungen auch wären, die in vielen Gebieten völlig unsinniger Verbrauch auch abgestellt werden könnte, der gar nicht Komfort bringt oder Erleichterung bringt, sondern vielleicht fast eher lästig ist. Also was mir zum Beispiel ständig auffällt, ist, wenn man in einem Kaufhaus, in einem Flughafen, was weiß ich wo ist, dann ist es so heiß oder es ist so kalt, dass man eigentlich den Mantel entweder auszieht wie im Winter und im Sommer einen sucht, den man nicht dabei hat. Und da fragt man sich schon, warum solche Riesengebäude so extrem geheizt oder klimatisiert werden müssen. Zum Beispiel eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, sind die Ampelanlagen. Die gehen in manchen Städten wirklich bis ganz früh morgens, wenn kaum Verkehr ist. Da gäbe es ganz andere Möglichkeiten ohne Energieeinsatz und so weiter. Ja, wie immer. Aber ich meine, in dieser Richtung gibt es so viel. Ich könnte da jetzt lange erzählen, was mir so im Laufe der Zeit aufgefallen ist, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber ich denke, man kann sich nicht nur, und das spricht natürlich auch in hohem Maß für das Genossenschaftsmodell, finde ich, weil da ja nicht das Interesse da sein muss, möglichst viel Energie zu erzeugen und insbesondere zu verkaufen. Danke. Jetzt melden sich so viele. Also nehmen wir jetzt mal mehr als drei. Hallo? Benjamin Pfeffer von Architekt in Berlin. Ich habe die letzten paar Monate damit verbracht, Lichtblick zu Hause Kraftwerke einzubauen. Und Lichtblick möchte 100.000 GHKWs einbauen und dort zwei Atomkraftwerke zu ersetzen. Die Aussage von Lichtblick war total im Gegensatz von dem, was Sie sagen, Herr Landeck. Sie sagen, die Netze über diesen katastrophal. Und Vattenfall wehrt sich dagegen mit Händen und Füßen, diese Netze. Entsprechend den Bedarf von vielen kleinen Blockheizkraftwerken auszubauen. Das hätte ich nun gerne erklärt, weil Sie mir gerade gesagt haben, auch gar kein Problem, das ist da in großen Städten, das braucht man da nichts machen. Guten Abend, nochmal Jan Kuhmann. Ich habe eigentlich eine Anmerkung, für beide Partien. Ich finde das ja sehr schön hier heute Abend, dass wir eigentlich die Gegensätze haben und eigentlich sieht man auch bei der ganzen Diskussion, dass man ja gar nicht so weit entfernt ist, sondern dass es eigentlich die Kernfrage ist,
A, wie sind die Besitzverhältnisse und B, was macht man mit den Gewinnen, mit den Zuschüssen? Und insofern habe ich zwei Fragen. Einmal eine Frage an Herrn Landeck. Herr Landeck, ich sehe, Sie sind begeisterter Netzbetreiber. Jetzt ist die Frage, können Sie sich das vorstellen, auch unter der Bürgerenergie Berlin zu machen? Es spricht ja nichts dagegen, dass die Geschäftsführer bleiben, aber dass die Eigentumsverhältnisse etwas anders sind. Und B, würde ich gerne nochmal Herrn Sladek ganz konkret fragen. Die Situation in Berlin ist doch ein bisschen anders. Es handelt sich hier um ein Stromnetzsystem, was sehr stark reguliert ist. Und die Handlungsmöglichkeiten einzugreifen in die regionale Politik für Strom und erneuerbare Energien ist doch relativ beschränkt, anders als in Schönau selbst. Was haben Sie für konkrete Punkte, wie Sie den Mehrwert, und der wird sich ja vielleicht auch auf 2%, wenn Sie jetzt 5% an die Bürgerbeteiligung wieder auszahlen wollen und der Satz zwischen 6% und 9% ist, an Gewinnen wird er zwischen 1% und 3% liegen oder sowas. Was werden Sie konkret und was haben Sie konkret vor, anders zu machen? Ganz konkrete Beispiele, damit wir auch wirklich wissen, wo das hingeht. Okay, nehmen wir noch einen? Natürlich. Ja, vielleicht noch eine weitere Frage. Also ich habe eine Frau wollte ich nehmen. Und den Gender-Aspekt. Ich habe eine Frage an den Herrn Sladek, vorher Ute Herrmann, Gesellschafterin bei Energie und Bürgerhand. Und diese Idee, wir kaufen unser Stromnetz, ist ja nicht so neu, hat im Süden Deutschlands nicht so direkt funktioniert. Ich hätte gerne von Ihnen einige Informationen, vielleicht genauer, woran es gelegen hat und welche Lehren daraus für hier gezogen worden sind oder gezogen werden sollen. Ja, vielen Dank. Machen wir vielleicht wieder von links nach rechts. Herr Landeck, wollen Sie zunächst beantworten, zum einen, ob Sie auch für die BEE als Geschäftsführer tätig sein würden und zum anderen, was Sie dazu sagen, dass angeblich die Netze nicht gut genug sind, um hier massenhaft Zuhausekraftwerke zu installieren und ja, wie kommt dieser Gegensatz der faktischen Aussagen aus Ihrer Sicht zustande? War das richtig, Herr Fässer oder Pfefferkorn? Pfefferkorn. Das wundert mich in der Tat sehr stark, weil gerade mit diesem Unternehmen, was Sie genannt haben, machen wir dieses Kooperations- und Pilotprojekt. Und das hätten uns die Kollegen intensiv geäußert, falls es Probleme gibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass dort irgendwas mir nicht bekannt ist. Deswegen, ich komme gleich nochmal zu Ihnen, dann tauschen wir uns da aus. Ich bin aber ziemlich überzeugt davon, dass uns die Geschäftsleitung von Lichtblick dort gehörig die Leviten gelesen hätte, wenn wir auf der einen oder anderen ein Pilotprojekt gerade zu dem Thema machen und dann funktioniert was nicht. Trotzdem, das klären wir. Also der Energiestaat in Norddeutschland, der hat gesagt, wir halten in Berlin, ist Hahnbüschel. Gut. Ja. Klären wir dazu, ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mit dem Vorstand. Der Lichtblick AG regelmäßig zusammensitze und diese Pilotprojekte durchspreche. Klären wir aber gleich dann. Und zum Thema Geschäftsführer für die Berliner Bewegung hier. Sagen wir mal so. Das sollten Sie mittlerweile mitbekommen haben, dass wir hier nicht aus Leidenschaft machen. Weniger an der Zahl. Ehrenamtlicher Mitarbeiter, genau. Erst mal Spaß beiseite. Wir haben hier eine Gesellschaft, ein Netzbetreiber kann sich sozusagen seine Mutter nicht aussuchen, sondern wir haben ein ganz normales Konzessionsverfahren dazu, um den sich der Netzbetreiber, also wir, uns drum bewerben. Und es werden sich auch andere drum bewerben und das wird letztlich nachher mit einem formalen Verfahren auch entschieden werden. Was ich aber glaube ist, und das ist auch vielleicht für Sie, wenn ich das sage, was Neues, aber für mich ist es auch kein Geheimnis, am Ende des Tages glaube ich, ganz viele Leute daran, dass es nur eine Konzessionsvergabe gibt mit nachher einer städtischen Beteiligung dabei. Also ganz 100%, so alles bleibt wie es heute, wird es nicht geben. Und ich glaube, dass dort Raum für alle möglichen Fantasien sind und mehr kann und dürfen Sie auch von mir nicht erwarten dazu. Aber auch
darüber machen, Netz weiter. Ja, ich glaube, davon ist auszugehen, dass es ein Netz auch weiterhin geben wird. Herr Sladek, Sie sind direkt gefragt worden, was würden Sie mit den Gewinnen machen, im Gegensatz zu dem, was im Moment mitgemacht wird? Also wie würden sich Ihre Investitions- und Ausschüttungsentscheidungen unterscheiden, möglicherweise von der derzeitigen Situation? Also ich knüpfe nochmal an, was der Herr Pfefferorgan gerade gesagt hat, und ich unterstelle das jetzt einfach, weil ich das bei vielen Netzbetreibern mittlerweile mitkriege, solche Photovoltaikanlagen anzuschließen, dann ein Stück weit auch, es mag jetzt in Berlin noch anders, mag das anders sein, aber das erlebe ich bei uns im Süden, dass es mittlerweile schon an die Grenzen stößt, dass überhaupt noch eine Anlage irgendwo angeschlossen wird. Das ist Zielsetzung, Unternehmensphilosophie hier des neuen Netzbetreibers in Berlin ist, ein Maximum an dezentraler Erzeugung ans Netz heranzubringen und notfalls Netzverstärkungen zu machen und dafür die Gelder auszugeben. Will ich jetzt nicht unterstellen, dass das nicht ausreichend auch bei Vattenfall ist, aber wenn ich das jetzt so mitkriege, nehme ich das einfach als Thema auf. Dann ist die Fragestellung, verlangen Sie Zählergebühren für Photovoltaikanlagen zum Beispiel, entscheidender Netzbetreiber? Wir haben das bei uns auch mit drin, die bei uns zahlen die Kunden, also die Menschen, die bereit waren, ihr Dach oder ihren Keller für Kraft-Wärme-Kopplung oder für PV anzuschließen, keinerlei Netzanschluss, also auch keine Kosten für den Betrieb, also die Zähler müssen sie ja sonst immer bezahlen, ist bei uns, das wäre zum Beispiel auch so eine Serviceleistung, die ich mir an. Müsste es im Einzelnen auflaufen, und ich möchte Ihnen aber jetzt, ich habe den Herrn Landeck mittlerweile an dem Tisch, ich komme ja auch noch mal dazu, richtig lieb und nett empfunden. Ich möchte mir nichts unterstellen, was ich nicht weiß. Und deswegen kann ich nur sagen, was wir machen. Der kann ja sagen, das machen wir doch alles, kann ich im Einzelnen ja nicht nachprüfen. Für den Netzbetrieb, und das ist für mich also wirklich persönlich, und das gilt für einen, hat die Versorgungssicherheit absolut die Priorität, ohne aber, dass man sagen kann, man wird immer absolut versorgungssicher sein. Aber vorher dargestellt, das geht nicht. Und da müssen Sie auch ein Stück weit die Investitionen eines Netzes von der Sinnhaftigkeit der Investition auch klar sehen. Manchmal muss man, bleibt halt eine, ich meine, in Berlin wird das weniger sein, aber bei uns gibt es Bauernhöfe, die können Sie nicht in eine Ringleitung einbringen, sondern da haben Sie eine Stichleitung. Ist nicht so versorgungssicher, als wenn Sie eine Ringleitung bauen würden, aber das wäre wirtschaftlich ein Unsinn, sowas zu tun. Also da muss man auch immer wieder hinterfragen, aber es ist eine Zielsetzung, die stimmen muss. Zu Ihrer Frage Energie im Bürgerhand, das tut mir richtig leid, weil ich einer der Verfechter war. Ich erzähle jetzt kurz, was das sein sollte. Die Stadt Freiburg hat irgendwann mal eine Todsünde begangen und hat die Tyga, hat ihr Netz offen gemacht für eine Tyga-Beteiligung. Und Tyga war vor einigen Jahren eine hundertprozentige Tochter von E.ON. Und von der Badenova sind jedes Jahr 30 Millionen in die falschen Kassen, also in die schädlichen Kassen geflossen. Ich bin jetzt nicht ganz so weit bei Ihnen. Geld für die Mühlen von Atomkraftwerksbetreibern zu geben, halte ich für absolut schädlich. Also das immer noch vor dem Hintergrund, hier werden ja auch noch Atomkraftwerke betrieben, so ist es ja gar nicht. Wir tun ja schon so, als wären wir in einer atomkraftlosen Zeit. Das ist mitnichten der Fall. Also insofern müssen wir heute noch Farbe bekennen, das darf man nicht vergessen. Also war unsere Idee, uns da also die Tyga rauszukaufen. Das war eine Geschichte mit 100 Millionen, die wir, ja, 30 Millionen haben wir zusammen gehabt und wir hätten nur noch 10, 15 Millionen gebraucht, um das Ziel zu erreichen. Aber, und jetzt kommt es, und deswegen werbe ich so ein Stück weit für Genossenschaften hier in Berlin. Die Tyga hat sich befreit von E.ON, es ist ein Stadtwerkeverbund. Und gehen Sie mal selbst zu so einem Stadtwerkeverbund, es ist nicht viel anders strukturiert als einer von den Großen. Die wollten von den Bürgern nichts wissen. Wir haben Ansätze gemacht, damals, Sie haben, glaube ich, Ihre Beteiligung in Kassel aufgegeben, mit 25% damals. Da wollten auch Bürger hineingehen. Sie haben wir nicht geschafft. Deswegen in ein bestehendes Konstrukt hineinzugehen, das ist nicht so ganz einfach. Und insofern haben wir unser Geschäftsmodell nach Jena, war glaube ich noch eine RWE-Beteiligung rauszunehmen, ist dann die Tyga gekommen. Also das Modell ist gescheitert, die Leute kriegen auch ihr Geld wieder zurück. Wir haben das nicht geschafft, an dieser Stelle in Strukturen einzubringen. Jetzt war ich heute früh
richtig überrascht, wenn das denn auch die Meinung des Senats da ist, die sich bei den Fraktionen hier dargestellt hat, dass man Bürgerbeteiligung wünscht. So nehme ich das mal an. So habe ich es wahrgenommen. Und das ist schon ein großer Fortschritt, als was wir mit Energie in Bürgerhand erlebt haben. Aber ich sage Ihnen auch ein Beispiel, was Ihnen da Mut machen soll dazu. Ich habe mit einem Mail an 20.000 Adressaten dieses Projekt vorgestellt und innerhalb von 5 Wochen waren 10 Millionen auf dem Konto und 20 Millionen waren als Optionen da gewesen. Also das Geld soll Ihnen nur Mut machen, wenn Sie da, sagen wir, Kapitalsummen von, ich gerade mal sagen, so um die 200 Millionen Eigenkapital muss wahrscheinlich die Genossenschaft schon stemmen, um in dieser neuen Netzstruktur in Berlin Platz haben zu können. Und das halte ich für wirklich kein Problem dabei. Aber Energie in Bürgerhand ist leider, man erzählt immer so seine positiven Geschichten, aber da liegen auch viel Arbeit und manche Dinge gehen nicht. Und es ist leider misslungen und es ist gescheitert an der Politik. Denn gewählte Politiker haben so eine Angst vor ihren Bürgern, das glauben sie nicht. Und das ist das eigentliche Problem. Mir stellt offenbar noch die Frage, was sich gegen unnötigen Stromverbrauch tun lässt. Fällt Ihnen dazu was ein? Bei den Kaufhäusern vorschreiben, wie hell und wie warm das machen müssen, ist ja wahrscheinlich schwierig. Entschuldigung. Ja, wir haben das Thema ja eben schon gehabt, dass es mit der Effizienz so eine schwere Sache ist. Die Erneuerbaren sind sexy und kommen gut an, Effizienz ist unsexy. Das zieht sich durch alle Bereiche durch. Also letzten Endes ist es auch in der Politik immer das Stiefkindthema und das betrifft Wärme genauso wie Strom. Mit Vorgaben wird man da nicht weit kommen, weil Sie beschreiben ja ein Problem, was unterschiedliche Bedürfnisse haben. Kann die eine nirgends etwas wärmer, kann etwas kälter? Man kann das letzten Endes über Preise lösen natürlich. Ja. Für viele, in vielen Bereichen ist der Strom einfach noch nicht an der Schmerzgrenze angelangt. Ja, und in anderen Bereichen der Bevölkerung oder der Industrie, wir haben im Grunde zwei Bereiche, wo jetzt viel gejammert wird. Das eine ist das Thema Energiearmut, was man sicherlich sehr ernst nehmen muss, wo viele Bevölkerungskreise sich die Strompreise nicht mehr leisten können. Was aber, wie ich finde, kein Problem des Energiesystems oder der Energiewende sein darf, sondern das ist eine Frage von, wie geht man mit inflationären Tendenzen generell um von denen, die da Unterstützung brauchen. Also das sind zwei Dinge, die man voneinander trennen sollte. Und das andere, das sind die energieintensiven Unternehmen, die da besonders laut jammern und mit der Trommel rühren, aber das würde, glaube ich, zu weit führen jetzt. Also insofern, Preise scheinen ja offensichtlich ein Signal zu setzen, ja, wie man an der Reaktion der energieintensiven Industrie sieht. In vielen Kommunen und auch in Kaufhäusern und sonst wie ist das offensichtlich kein Problem. Ja. Kommunen entdecken das Thema so langsam und fangen an, auch zum Beispiel anders zu rechnen. Auch das ist ja ein Problem, dieses kameralistische jährliche System, wo man sich anguckt, was kriege ich rein, was muss ich ausgeben. Wenn Sie Ihre gesamte Straßenbeleuchtung umstellen wollen auf LED-Maßnahmen, dann müssen Sie länger rechnen, dann haben Sie längere Amortisationszeiten, dann müssen Sie investieren. Und das zahlt sich aber aus. Also jeder, der rechnen kann, der weiß, das funktioniert. Und auch da braucht es wieder die Vorreiter, die es dann umsetzen. Ja, und es gibt Unterstützung dazu. Also man muss sich mit diesem Thema befassen und es dann umsetzen. Das heißt, es gibt diejenigen, die vorreiten, auch wenn es noch nicht wehtut. Und diejenigen, die reagieren, wenn es preislich wehtut. Also insofern ein bisschen weiter steigende Strompreise haben jetzt, was diese Effizienzthematik angeht, eigentlich eher positive Auswirkungen. Gut, danke. Wenn wir wie geplant um 7 fertig sein wollen, hätten wir jetzt noch Zeit für eine weitere Fragerunde. Es gab eben noch eine ganze Menge Hände, vielleicht jetzt mal die, die was haben, was überhaupt noch nicht Thema war und ganz dringend, damit wir sozusagen trotz Zeit alle, die unbedingt wollen, jetzt noch drankommen. Hier vorne, der Herr meldet sich schon lange, genau, und Sie auch. Technik sie überhaupt nicht schreckt und nicht sorgt, das habe ich heute Morgen auch schon von Herrn Dr. Gassner gehört, dass man also in Schönau durchaus in der Lage ist, das Stromnetz in Berlin zu betreiben, aber wenn nicht selber, dann irgendjemand anderes, also irgendjemand wird schon kommen und sich finden und die Kompetenzen mitbringen. Wenn ich das EMBG richtig verstanden habe, dann ist die Frage der Kompetenz und wer kann das und wie ist Versorgungssicherheit übrigens ein wichtiges Thema vor dem Hintergrund der Energiewende. Ist ja nicht so, als müssten wir uns nicht darum sorgen, auch wirklich Strom zu haben, nicht weil wir schlechte Verteilnetzbetreiber haben, sondern weil wir hohe Risiken aus den Übertragungsnetzen haben und aus den zunehmenden Erneuerbaren.
Das sind ganz wichtige technische Themen und ich würde schon etwas mehr wissen darüber, wie Bürger, wie die Genossenschaft dieses Thema lösen will. Danke. Danke. Und dann ist das. Der Techniker meldet sich zu Wort. Ich habe nur zwei Fragen oder ich habe zwei Thesen. Ich würde mal ganz kurz nur wissen von den Podiumsteilnehmern, was sie davon halten. Die erste These ist, wir bewegen uns in Richtung Postwachstumsgesellschaft. Das heißt, Energiewende ist ja nicht nur was Technisches, sondern hat ja auch zu tun mit Ethik, mit Werten. Und das bedeutet auch, wollen wir auf dem Level so bleiben? Wenn wir auf dem Level so bleiben, jüngstes Beispiel, wo kommt das denn her, dass wir immer noch so viel Strom verbrauchen? Ja, wo wir noch seit Jahren immer schon hier so Energieberatung machen und so weiter und so fort. Und trotzdem, wir sind auf dem gleichen Stand. Und deswegen ist ja bis jetzt dieses ganze merkische große Energiewende-Gedöns einfach eher was Technisches, aber nicht was mit unserem Lebensstandard zu tun hat. Das wäre die erste These. Was sagen Sie dazu? Jetzt hätte ich mir die zweite These aufschreiben müssen. Die hat ein Stückchen auch damit zu tun, wenn Sie mir noch, das ist eben das Problem, wenn ich mich da so aufschreibe. Nee. Lassen wir das mal einer und es hat noch jemand als zweites die Möglichkeit zu fragen. Ich komme nochmal mit der Einzelzeit. Ich darf einfach noch einmal. Von Schönau reicht nicht aus, um Berlin zu führen, genauso nicht die Mannschaft von Schwäbisch Hall. Völlig klar. Wenn Sie die, aber wir verstehen was von Strombetrieb, Stromnetzbetrieb, von Versorgungssicherheit und von Bereitschaftsdiensten, von Reinvestitionen. Beim Netz müssen Sie auch immer betrachten, ein Stück weit, das gehört auch zur Kompetenz. Bei uns ist die Reinvestitionsquote ist immer höher als die Abschreibung. Das heißt, Sie brauchen Substanzerhalt, da haben wir noch gar nichts davon richtig geredet. Sie müssen auch Gelder bereitstellen, dass Sie Versorgungssicherheit nach vorne bringen. Und dazu brauchen Sie Menschen. Und wenn der Herr Landeck, jetzt mache ich das, nehme ich das auch nochmal auf, was Sie vorher gesagt haben, der Herr Landeck braucht ja noch eine dritte Phase in seinem Leben, wenn ich das so anschaue. Die erste Phase hat er bei BWAG gemacht. Also wenn einer das Netz gut kennt, müsste er das sein, weil Sie waren schon bei BWAG gewesen. Sie müssen sich hier bitte nicht äußern, weil wir sind noch im Verfahren und ich will jetzt keinen Dissens in Ihrem Konzern auslösen.
Der zweite Teil war jetzt, dass Sie das, und das war rein, dass Sie das, wenn Sie so wollen, gesagt, das war die Stadt Berlin, die das da gemacht hat. Die zweite Phase ist, dass das rein privatwirtschaftlich war. Also das war hundertprozentig kommunal und jetzt machen Sie es rein privatwirtschaftlich. Und jetzt denke ich, Sie müssten noch eine dritte Lebensphase. Ich rede noch von drei Dingen, die man hat. Und es ist die Kombination dessen, was jetzt sich abspielt. Das ist, dass man ein Stück weit, das, was auch vorher gesagt wurde, was Sie auch zum Teil ja auch, was Sie ja jetzt trifft ein Stück weit, das hat man ja gemerkt, dieser Vorwurf mit dieser Lichtblick-Geschichte und nicht angeschoben, da weiß ich, ob es ein Informationsstau im Haus ist, kann ja alles sein, will ich ja gar nicht sagen, aber das hat ein Stück weit was mit Vertrauen zu tun. Und jetzt es ist es doch toll, dass die Menschen Sie hier schätzen als Person, so habe ich Sie auch kennengelernt, Sie haben auch, Sie stehen aber auf der falschen Gehaltsfront. Kompetenz zurück. Natürlich braucht man Menschen, die hier kompetent was verstehen. Und wenn das ja eine Ausgliederung Ihres Unternehmens in die neue Struktur geht, dann haben Sie erstmal viele Mitarbeiter das Angebot zu machen, ob sie denn herüberkommen. Und ich könnte mir vorstellen, die Attraktivität dieses neuen Unternehmens wird so groß sein, dass viele Ihrer jetzigen Mitarbeiter, die loyal zu Ihrem jetzigen Arbeitgeber stehen, aber denen Ihr Herz aufgehen würde, die das vielleicht auch als Befreiung empfinden, jetzt für dieses neue Unternehmen tätig zu sein. Bevor jetzt hier die... Insofern, Kompetenz ist nicht ein Problem, dass wir jetzt nicht Berlin führen. Sie müssen die Leute dafür vorhalten, Sie müssen sie haben dafür, sonst kriegen Sie auch nie eine Konzession, wenn Sie das nicht nachweisen können in dem Verfahren. Dazu brauchen Sie Menschen. Aber die Technik dafür, dass wir das können und dass wir eine Leitwarte betreiben können, zum Beispiel in Form von Schwäbisch Hall, alles kein Problem. Aber die Menschen kann ich doch jetzt nicht abwerben, hier einen aktiven Abwerbeversuch machen, solange wir noch nicht mal als die Konzession gekriegt haben. Insofern ist die Frage an der Stelle falsch gestellt. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, also bevor die Personalverhandlungen jetzt noch detaillierter hier werden, die kritischen Fragen an Herrn Landeck weitergeben und Sie fragen zum einen, was sagen Sie zum Vorwurf, dass Ihr Unternehmen den Preis bewusst treibt und mit übertriebenen Zahlen arbeitet, um den Verkauf zu erschweren? Und was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Sie Daten nicht rausdrücken, sodass es andere schwer haben, Prognosen und Berechnungen anzustellen? Die Frage nach der Kompetenz sollten wir nicht zu sehr belustigt auch betrachten dazu. Wir alle, und das meine ich jetzt auch ganz ernst, wir alle leben und profitieren davon, dass wir hier eine sehr hohe Versorgungszuverlässigkeit in Deutschland und auch in Berlin haben. Wir können auch froh sein, dass wir das so erhalten können und erhalten müssen. Ich glaube, keiner von uns kann sich das ausmalen, was passiert, wenn das anders ist. Das heißt, Kompetenz und vor allen Dingen, was unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tagtäglich hier leisten, um in dieser Stadt hier das Licht brennen zu lassen, das ist etwas, das können Sie gar nicht hoch genug einschätzen. Das würde ich auch gerne mal so erwähnen und unsere Mitarbeiter machen. Und da hat die Geschäftsführung wahrscheinlich am wenigsten mit zu tun, weil das sind tatsächlich die Leute, aber es sind auch die Prozesse dahinter, es sind die IT-Systeme, es sind die Daten, all das, was man braucht, um ein Netz zu führen. Damit ich schon ein Stück weit zu einem der Fragen komme, das höre ich leider sehr häufig, dass es heißt, wir würden Daten nicht herausgeben. Ich biete Ihnen erstens auch gleich hier heute an, dass Sie mit mir nochmal darum reden, welche Daten Sie eigentlich haben wollen. Ich kündige ferner an, dass wir innerhalb von wenigen Wochen, vielleicht wird es noch bis zum Jahresanfang dauern, aber wirklich noch bis zu wenigen Wochen, eine Open Data Plattform launchen, so wie es neudeutsch heißt, indem wir alle technischen, alle energiewirtschaftlichen Daten, die wir als Netzbetreiber veröffentlichen dürfen, ich sage auch gleich, was wir nicht dürfen, dass wir das maschinenlesbar, auch für Sie lesbar zur Verfügung stellen. Diese Open Data Plattform wird zusammen mit dem Fraunhofer Institut organisiert, das ist das gleiche Institut, welches ja auch hier in Berlin für die Stadt Berlin die Open Data Plattform gemacht hat. Wir sind dann auch gerne bereit, wenn Hinweise kommen, was da noch fehlt, dann auch nachzuliefern und nachzubessern oder zu verbessern allgemein. Ich glaube, dass der Vorwurf, den ich so oft gehört habe, ungerechtfertigt ist, aber man kann immer relativ wenig machen, wenn man nicht konkret darüber spricht, was fehlt denn da noch.
was für Daten können wir nicht geben? Wir können nicht Daten geben von einzelnen Personen oder von Personengruppen dazu. Also wenn man beispielsweise wissen möchte, wie viele Kilowattstunden jetzt in bestimmten Schulen oder bestimmten Gebieten da sind, das wird man nicht übergeben dürfen wegen Datenschutz. Aber die energiewirtschaftlichen Verbrauch in Berlin, die Last- und Leistungsflüsse in Berlin, die Verluste, die Verlustenergie in Berlin, die Umspannwerksbelastungen, all das kann man haben. Also ich komme gleich nochmal auf Sie zu, dass wir das ein bisschen abstimmen können. Herr Carsten, Ihre Standardfrage fehlt bisher noch. Herr Carsten, es ist immer noch nicht klar in Deutschland, wie ein Netzkaufpreis berechnet wird. Es gibt Schulen, die sagen, der Sachzeitwert spielt eine Rolle. Es gibt andere Schulen, die sagen, der Ertragswert spielt eine Rolle. Diejenigen, die den Ertragswert toll finden, sagen, es gibt nur die eine Schule und umgekehrt. Wir sind aber Gott sei Dank in einem Prozess, wo weder Sie noch ich darüber verhandeln müssen, weil es ist in dem aktuell gültigen Konzessionsvertrag festgeschrieben, wie der Kaufpreis ermittelt wird. Wenn entschieden worden ist, dass ein Unternehmen XY die Konzession erhält, dann wird ein Gutachter beauftragt, und zwar ein Gutachter, der gemeinsam von der Stadt Berlin und Vattenfall festgelegt wird, diesen Netzkaufpreis zu ermitteln. Und wenn sich Vattenfall und wenn sich die Stadt nicht auf einen Gutachter einigen können innerhalb einer bestimmten Zeit, bestimmt dann eine Institution in Berlin, ich meine, es sei der Gerichtspräsident, bin mir nicht ganz sicher, dann diesen Gutachter, damit das gerechnet wird. Das heißt, egal, was wir uns jetzt für Werte an den Kopf werfen, so waren das, glaube ich, Ihre Worte dazu, am Ende des Tages wird es da einen ganz normalen Prozess geben. Gut, schönen Dank. Damit haben wir die Fragen jetzt erstmal, glaube ich, alle soweit einigermaßen abgearbeitet. Entschuldigung, das kann man an der Stelle nicht so stehen lassen. Nein, ich gebe auch jedem noch die Gelegenheit zu einem Schlusswort, sondern müssen Sie nicht so stehen lassen. Als allerletztes würde ich nämlich noch dann sozusagen als Quintessenz aus dem Ganzen, damit man nochmal weiß, was folgt denn jetzt daraus. Gern von Ihnen allen dreien noch einmal wissen, was Sie denn glauben. Jetzt in 2 Jahren steht die Entscheidung an, aber wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, wenn wir mal 10 Jahre nach vorn gucken, was ist Ihre persönliche Erwartung, jetzt unabhängig von Arbeitgebern oder was weiß ich nicht allen, Ihre persönliche Erwartung, wer betreibt denn hier das Netz, wem gehört es, was fließt durch und wie gibt es irgendwelche größeren Probleme? Also wo steht unser Stromnetz in Berlin in 10 Jahren? Mögen Sie einsteigen? Ich glaube, wir haben schon die richtigen Knackpunkte identifiziert. Ich hatte eingangs so den ökonomischen Begriff der Transaktionskosten genannt und all die Fragen, die jetzt gekommen sind, die auch so ein bisschen Zweifel geäußert haben, klappt das eigentlich? Könnt ihr das? Wie soll der Übergang aussehen? Wer soll das machen? Das sind Transaktionen, die man als Ökonom in Kosten bewertet, die einem dann hinterher sagen, demjenigen, der das machen will, der da einsteigen will, ja, das kann ich wuppen oder nicht. Da sind auch Personalentscheidungen damit verbunden, da sind auch Vertragsgeschichten damit verbunden, da sind auch Konstellationen, wie das aussehen soll. Kauft man sich jemanden ein, kauft man das als Dienstleistung ein oder integriert man die in sein Unternehmen? Das sind alles so Geschichten, die diese Transaktionskostenfrage bewegen. Also das ist das eine, was wirklich eine Herausforderung ist, wo Sie ja aber als diejenigen, die sich für dieses Modell interessieren, zumindest nicht bei Null starten, sondern erfahrene Akteure dabei haben, die das jetzt auf eine höhere Skalenebene übertragen müssen sozusagen und dann im Verfahren glaubwürdig darzulegen haben, wie das läuft und wie es laufen kann. Mit Blick in die Zukunft würde ich mir wünschen, das, was ich eingangs gesagt habe, dass derjenige, der es in Zukunft macht, ein engagierter Akteur ist, um diese ganzen Herausforderungen, die man auch als Netzbetreiber hat, in seinem Einzugs- und Verantwortungsbereich, unter Einhaltung der Versorgungssicherheit natürlich, aber dort ein aktiver Player in Richtung Energiewende wird, dass es ein solcher ist. Ich glaube, bei den hier sich Bewerbenden ist das auf jeden Fall der Fall und andere müssen, glaube ich, über diese Hürde auch springen. Und das glaubwürdig, also es werden ja mehrere sich darauf bewerben, die müssen dann eben ein ähnliches Profil darlegen und das erfüllen. Ich glaube, dass um das noch anzuknüpfen, auch wieder die Brücke so zur Erzeugung, wenn ich in die Zukunft gucke, dann gibt es da eben eine ganze Reihe von positiven Ansätzen heute schon. Also wir können uns heute schon ausmalen, wie es aussieht
und es kann alles noch viel besser kommen. Ja? Also wir haben jetzt vorhin Berlin als KWK-Stadt gesehen. Ich glaube, das ist die kurz- bis mittelfristige Variante. Längerfristig gibt es für Berlin durchaus ein sehr solares Potenzial auch. Ja? Also wenn wir in 20, 40, 50 gucken, Berlin ist ja keine Industriestadt. Im Ruhrgebiet haben sie ein bisschen mehr Probleme mit einer Solarversorgung. In einer Stadt wie Berlin, die eher eine Dienstleistungsstadt ist, da passt das Profil eigentlich ganz schön. Also längerfristig werden wir ja auch, wir sehen ja jetzt schon, dass die Preise in den Keller gehen. Insofern glaube ich, dass mit Photovoltaik da auch eine ganze Menge zu machen ist. Also insofern, ich sehe da eigentlich eine ganz, ganz positive Zukunft und es passt auch zu Berlin. Ja? Also eine Genossenschaft passt zu Berlin, eine breite Verankerung, Partizipation und das Thema Energiewende passt zu Berlin. Und das, da wir jetzt die letzte Runde haben, wäre das so eine Art Schlusswort. Ich erlebe das, wenn ich unterwegs bin in Sachen Energiewende, wo wir immer mal gefragt werden, dass eben viele von außen auf Deutschland gucken. Ja, wir sind im Moment unter starker Beobachtung. Und dieser Spruch, wenn ein Land das schaffen kann, dann Deutschland, das ist tatsächlich so. Viele gucken darauf, was energiewendemäßig hier läuft und ob das klappt. Viele gucken auch skeptisch drauf. So, und nun sind wir hier in Berlin. Besondere Stadt, besondere Bedingungen, kreatives Potenzial. Eigentlich ein gutes Potenzial, um dieses Energiewendethema anzugehen. Und auch hier gilt, viele gucken auf Berlin. Das ist gerade frisch ausgeschrieben von der Senatsverwaltung, die wollen sich um das Jahr 2050 kümmern. Wie kommen wir da zu einem klimaneutralen Berlin? Das sind alles Puzzlesteine, die da reinpassen und in dieses Puzzle brauchen wir auch einen aktiven Netzbetreiber. In dem Sinne würde ich mir wünschen, wenn ich in die Zukunft gucke und auch mehr als 10 Jahre, dass dieser Puzzlestein mit einem proaktiven Akteur besetzt wird, der hier mitzieht, der hier viele gute Ideen einbringt und der das Gesamtthema nach vorne bringt. So dass man irgendwann mal sagen kann, man schaut auf diese Stadt und sie hat es geschafft und ist ein Vorbild. Ja. Herr Lande, wo sehen Sie das Stromnetz jetzt unabhängig von Ihrer persönlichen Zukunft in 10 Jahren? Das hatte ich gedacht, wegen der Reihenfabrik der Schlusswort. Nein, keiner Punkt. In 10 Jahren, das ist 2022, ich glaube, wir werden von den 5.000 Photovoltaikanlagen, die wir heute haben, in Berlin 100.000 Photovoltaikanlagen. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Hirschel, das wird dramatisch zusteigen. Wir werden vielleicht 10.000, 20.000, 30.000 Elektrofahrzeuge haben. Vielleicht wird der Senat für Berlin den Mut gehabt haben, in ihm stattdringen, nicht nur für die grüne Plakette, sondern nur noch für die grüne Plakette zu öffnen. Das wird dann nochmal dazu führen, dass weitere Elektrofahrzeuge da sind. Sie alle werden zu Hause einen Smart Meter haben, mit dem Sie in der Lage sind, Ihren Stromverbrauch nicht nur selber zu kontrollieren, sondern es werden Ihnen auch eine ganze Reihe von Vertrieben pfiffige neue Produkte anbieten, von denen wir heute alle keine Ahnung haben, aber halt von den Vertrieben dazu. Und ich glaube, da bin ich nicht nur ein Glaubensbereich, sondern fest davon überzeugt, wir werden ein sehr gutes und zuverlässiges Netz hier in Berlin haben, weil ohne das wird alles das keinen Wert haben und nicht funktionieren. Wir haben Potenzial dazu, in Berlin Hauptstadt der Energieeffizienz zu werden. Wir haben kein Potenzial dazu, Hauptstadt der Energiewende zu werden. Also egal, wie viele Photovoltaikanlagen Sie zu Hause haben oder im Keller an den Zentralen. Wir werden es nicht schaffen, Hauptstadt der Energiewende zu werden. Aber Hauptstadt der Energieeffizienz, das können wir schaffen, gerade mit der dichten Bebauung hier. Und wenn wir das alles zusammenpacken, haben wir, glaube ich, ein ganz Stück lebenswerte Fähigkeiten hier in Berlin aufgebaut. Und ich glaube, dass ein wichtiger Bestandteil hier auch ein guter und kompetenter Netzbetreiber ist. Und erlauben Sie mir den einen Schlusssatz dazu. Da können wir eine Menge zu beitragen, das für Sie mit auch im Jahre 2022 zu machen. Dankeschön. Ja, dann als letztes die gleiche Frage und das Schlusswort damit auch an Herrn Sladek. Also ich glaube, dass vieles, was Herr Lande gesagt hat, wird Realität werden, ob jetzt 100.000 oder 150.000, das wird sich dann zeigen, das sind ja einfach Prognosen in die Zukunft. Mir geht es ein Stück weit um die Strukturfrage und es geht eigentlich mehr um die Frage, wo sind Sie dann? Was ist Ihr Teil an dieser ganzen Diskussion? Denn ohne Sie wird es nicht gehen, sei es im Stromverbrauch und sei es in der Effizienz, es hat immer was mit Menschen zu tun. Und was meine Vision so ein bisschen ist für, und auch meine Funktion, die ich jetzt hier darstelle, ist, ein Stück weit ein bisschen mitzuhelfen,
so eine Art Geburtshelfer zu sein, dass hier in Berlin eine eigenständige, ein Netzbetrieb entstehen kann. Und zwar, da nehme ich das schon ernst, dass die Kompetenz weder bei den Stadtwerken oder auf dem Papier befindlichen Stadtwerken in Berlin bis jetzt noch ist, noch bei der Bürgergenossenschaft. Dazu braucht es Partner. Und wir sehen uns eigentlich nicht schöner allein, da braucht es noch viel mehr. Es stehen auch schon welche Schlange, viele Stadtwerke, die sich da haben. Aber für die ist es nicht so, dass wir nicht in dem nächsten Schritt, das hat der Van Bergen heute Mittag auch bei seinen gesagt, die Zukunft ist, die Stromnetze soll wieder Berlinern gehören, das heißt der Stadt mit Kombination mit ihren Menschen, also mit der Genossenschaft. Das ist die Zukunft und dann brauchen sie auch keinen Dritten, weil sie es dann auch selber können. Aber in dieser Anfangsphase brauchen sie dann, um laufen zu können, allein um sich um eine Stromnetzkonzession zu bewerben, müssen sie ein Stück weit diese Kompetenz ja schon vorweisen. Das ist das, zu was wir bereit sind und was wir gerne hier umsetzen würden. Die Strukturfrage ist eine wesentliche und deswegen kann ich mir es mit dem jetzigen Netzbetreiber nicht vorstellen, mit ihrer Person ist das was anderes anhandelt. Und da komme ich nochmal, was ich eigentlich sagen wollte, zu Ihrem Netzpreis. Das soll nur als Einschub, damit wollte ich eigentlich angefangen haben. Sie haben die Netzpreise der alten Welt dargestellt. Das ist nicht mehr, nach Liberalisierung redet kein Mensch mehr von Sachzeitwert. Da steht zwar im Vertrag, aber entscheidend sind das, was Sie hier für Ihre Netzentgelte beantragt haben und es wird zum Schluss auf den Ertragswert rauslaufen. Und der liegt in der Größenordnung, in der Abschätzung, wie ich Ihnen den jetzt da gelegt habe oder öfter vorgestellt haben, dass Sie noch ein bisschen Verhandlungsmodition haben brauchen, ist völlig klar. Und wenn Sie das vor dem Hintergrund sehen, dann wird diese Geschichte, dass man eine Stromnetzbewertung und was weiß ich tun, die steht tatsächlich ganz anders da. Fakt ist das, was haben Sie bei der Bundesnetzagentur und auf was an der Basis sind Ihre Netzentgelte entstanden, die dann übertragen werden in den zweiten Schritt. Und deswegen ist das, jetzt ist es so ein bisschen geplänkelt. Die Realität sieht, wenn Sie die Konzession vergeben haben, dann ganz anders aus. Und dann kommt auch das, wo wir uns jetzt drüber streiten, ist dann nicht mehr so das Thema dabei. Was ich Ihnen wünsche, ist eigentlich, dass Sie so ein bisschen das Gefühl bekommen haben durch den heutigen Tag, dass es eigentlich um Sie geht, es geht um Ihre Stadt, es ist Ihre Stadt. Und wie sieht die Zukunft dieser Stadt aus? Und ich würde gern mithelfen, das sage ich ganz persönlich, mit den Strukturen, die wir mit Stadtwerken zusammen haben, dass sie sich, ich sage es mal jetzt, klingt bösartig, dass sie sich von Monopolisten befreien können und dass sie wieder die Fähigkeit haben, das in eigene Hände zu nehmen. Natürlich ist die Stadt Berlin mit dabei, es macht ja keiner, macht ja auch nur so einen Sinn, dass man das wieder gemeinschaftlich führt. Aber die Zukunft ist nicht das, was Sie schon hinter sich haben, die BEWAG oder die privatwirtschaftliche Komponente, sondern die Zukunft liegt in der Kombination von beiden mit einem technisch absolut hohen Know-how. Und dann kommt auch das alles zu tragen, was Sie schön dargestellt haben, wo sich Energiezukunft mit Netzen hinentwickeln. Aber das Problem ist, wir können es, er kann es, wir können es. Das Problem ist keine Frage des Könnens, sondern es ist eine Frage des Wollens. Sie müssen es wollen, denn ohne Sie geht es überhaupt nicht. Ja, das waren ja drei sehr schöne Schlussworte. Da bleibt für mich gar nicht mehr viel zu sagen, als mich beim Podium ganz herzlich zu bedanken für die engagierte Debatte. Natürlich mitzugeben, was ich auch mitgenommen habe hier, was alle gesagt haben, egal wie das Netz in Zukunft organisiert sein wird, es wird darauf ankommen, dass es eine breite Einbindung, Aktivität und Beteiligung der Bevölkerung gibt. Und ich würde sagen, dass hier heute so viele Leute sich den ganzen Samstag damit um die Ohren schlagen, sich mit technischen Details über Netzberechnungen und Wärmepumpen zu beschäftigen, ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, glaube ich, dass egal was dabei rauskommt, es in dieser Stadt, glaube ich, so eine Basis dafür gibt, dass es da Menschen gibt, die mitarbeiten wollen. Das werden jetzt ja auch immer noch mehr in diesem Sinne. Viel Erfolg dabei. Ich sage jetzt nicht mehr viel, außer noch, auch nochmal ganz herzlichen Dank. Wir möchten Sie gerne noch einladen. Kommen Sie sozusagen auf den Weg nach unten.
bleiben Sie doch gerne noch ein bisschen da. Wir haben unten die Boxhagener Stadtmusikanten, die wundervoll Live-Jazz spielen. Und es gibt auch noch ein bisschen was zu trinken, es gibt auch noch was zu essen. Also wenn Sie möchten, sind Sie ganz herzlich eingeladen, noch unten zu bleiben und noch ein paar Worte zu wechseln mit uns. Und natürlich sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit uns ins Stromnetz zu kommen.